losgeht mit unserem Symposium Systemrelevant, Kunst, Kulturpolitik und Demokratie. Hier mitten in Kassel auf dem Lutherplatz im wachsenden Haus. Das ist ein Bauhausmodell, das unsere Architekten aufgebaut haben und einen wunderbaren Platz bietet für Austausch und Arbeitsgruppen. Und das ist das, was wir heute auch vorhaben. Bevor wir ins Thematische gehen, würde ich denjenigen vorstellen, der einen der wichtigsten organisatorischen Andockstellen für uns repräsentiert, nämlich die Universität Kassel. Die Universität Kassel ist zusammen mit dem Documenta-Institut und der Friedrich-Ebert-Stiftung Organisator dieses Symposiums. Und da freue ich mich, dass Michael Wachendorf, Vizepräsident unserer Universität in Kassel, heute da ist, und gebe Ihnen das Wort. Vielen Dank, Frau Hus-Sartar. Ja, guten Tag, sehr verehrte Damen und Herren. Ich weiß gar nicht, wohin schauen. ich sehe mich von hinten. Aber Sie sehen mich. Ich drehe mich dabei ein bisschen. Sehr geehrte Frau Völker, sehr geehrte Damen und Herren, liebe mehr oder weniger aktiv Teilnehmende im Raum. Ich überbringe Ihnen die Wünsche für die Veranstaltung und die besten Grüße von der Präsidentin unserer Universität, Frau Professor Clement, und wollte gern ein paar Dinge zu Beginn sagen. Ich hatte leider keine Zeit, mir alles zu verinnerlichen. Ich bin auch thematisch relativ fremd. Ich bin Agraringenieur von Hause aus. Aber natürlich gebe ich mir Mühe, das ordentlich abzulesen. Und wollte also zunächst hervorheben, dass die freiheitliche Demokratie westlichen Typs stark herausgefordert wird, in einem Maße, wie wir das uns noch vor wenigen Jahren kaum haben vorstellen können. Von außen mit mal weniger und mal mehr Gewalt und von innen von den politischen Rändern. Und ich brauche jetzt nicht mal den Namen einer Partei zu nennen, damit Sie wissen, was ich oder wen ich hier meine. Aber, und das ist besonders wichtig, finde ich, das ist nicht nur eine parteipolitische Frage, sondern auch überall, wo Wahrheiten konkurrieren und wo Verständigung nicht mehr möglich oder erst gar nicht gewünscht ist, wird Demokratie in Frage gestellt. Es sind spannende Fragen, mit denen Sie sich in diesem Symposium beschäftigen. Können Kunst und Kultur dazu beitragen, die Demokratie widerstandsfähiger zu machen? Etwa indem sie Verständigung ermöglichen, indem sie Narrative schaffen, um ein Wort der Stunde zu benutzen, indem sie uns herausfordern und zur Reflexion auffordern? Und wenn ja, wie kann das gelingen? Und was bedeutet das für die Kulturschaffenden und für ihre Lebenssituation? Aber auch, wie sieht es mit der Verantwortung aus, die Kulturschaffende für die Gesellschaft haben? Die Fragen sind nicht nur spannend, sondern auch sehr, geradezu extrem aktuell, wie wir gerade hier und jetzt in Kassel sehen. Ich freue mich, dass diese Fragen an unserer Universität, hier in unserer Forschungsstation auf dem Lutherplatz, gestellt und diskutiert werden. Die Diskussion ist hier richtig aufgehoben, denn wer, wenn nicht die Wissenschaft, sollte sie führen? Und wer, wenn nicht die Wissenschaft, sollte faktische Grundlagen liefern, auf deren Basis ein gesellschaftlicher Streit ausgetragen werden kann? Außerdem, wir sind als Universität auch selber eine Schule der Demokratie und des konstruktiven Diskurses. Neben vielen anderen Dingen ist auch dies unsere Aufgabe, und wir wollen Absolventinnen und Absolventen aus der Hochschule entlassen, die nicht nur in ihren jeweiligen Fächern gut und auf akademischer Grundlage ausgebildet sind, sondern die auch in der Lage sind, sich kritisch, aber konstruktiv in die Gesellschaft einzubringen. Mit der Wahl des Veranstaltungsortes symbolisieren Sie, dass Sie das Gespräch nicht im Elfenbeinturm führen, sondern mitten in der Stadt, mitten in der Gesellschaft, hier auf dem Lutherplatz. Liebe Kollegin Miyu, liebe Kollegin Hus-Sartar,
Ich danke Ihnen, dass Sie dieses Symposium organisiert haben und ich wünsche Ihnen dabei ein gutes Gelingen. Dankeschön. Ich danke Ihnen. Vielen Dank. Mein Name ist Mi Yu. Ich bin Professorin für Kunst und Ökonomien an der Uni sowie am Documenta Institute. Auch von meiner Seite herzlich willkommen. Ich sage nur kurz zum Documenta Institute. Das ist ein Forschungsinstitut zu Documenta, zu der Geschichte von Documenta, aber darüber hinaus. Wir möchten hinterfragen, was ist die, die gesellschaftliche Funktion von Kunst? Wie kann man die Förderung von Kunst nachhaltig machen? Was bedeutet Kulturpolitik für unsere jetzige Zeit und für die Zukunft und so weiter. Das Institut hat drei Säulen. Die Forschung, das bespielen wir, die drei neue berufene Professoren, sowie der Gründungsdirektor Heinz Bude. Wir arbeiten auch zusammen mit dem Archiv und wir haben auch ein eigenes Vermittlungsprogramm. Und hier haben wir zum Beispiel schon seit zwei, drei Monaten eine Vortragsreihe vergiftete Verhältnisse zu der Geschichte von Documenta, Auseinandersetzung mit dem heutigen ganz Hot-Thema von Antisemitismus. Und wir haben auch andere Formate, Workshops, mehr performative Formate und so weiter. Wir sind noch sehr neu, sehr junge, aber ich freue mich sehr, dass wir Documenta Institute auch als Mitkurator dabei sind mit Sabina Rusata, so einen Austausch zu realisieren, weil wir brauchen das, wir brauchen ein systemisches Verständnis von Kunst und das können wir nicht nur aus der Perspektive von Künstlerinnen oder von Politikern machen, sondern das brauchen wir alle. Na? Kunstschaffende, Theoretikerinnen, Forschende sowie politische Vertretung. Ich freue mich sehr auf den Austausch. Meine Kollegin Yu hat jetzt schon mal gesagt, warum auch die Gesellschaftswissenschaften mit im Boot sind. Und ich glaube, dass vielleicht einige von Ihnen sich noch erinnern, dass auch schon bei der letzten Documenta von Seiten der Universität einige gemeinsame Begleitveranstaltungen stattgefunden haben. Wir hatten mit der Kunsthochschule zusammen beispielsweise, da war auch der Kollege Dr. Priller dabei, den Sie gleich alle noch mal hören werden, ein Symposium zum Thema Wohlfahrtsstaat und Kunstschaffende. Und wir hatten zusammen mit meiner Kollegin aus der politischen Theorie, Isabel Lorey, eine Reihe gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen aus Athen zu sozialen Bewegungen, Aktivismus, Engagement und Kunst. Und ich hatte zusammen das Vergnügen, zusammen mit Esther Mikusius, die erfreulicherweise heute auch dabei ist, einen Workshop zu machen zum Thema Kunst des Zusammenlebens, solidarische Projekte und Kunst in Projekten von und mit Geflüchteten aus Griechenland, der Türkei und Syrien. Das hatten wir damals gemacht in der Kooperation mit der Böll-Stiftung. Und heute sind wir also wieder da mit unserem Symposium Systemrelevant. Ich habe einige kritische Anmerkungen sofort bekommen, als ich diese Titel Systemrelevant genannt habe oder auch verschickt habe. Weil mir dann sofort vorgeworfen worden ist, systemrelevant, ach, da bist du ja sofort in diesem ökonomistischen Diskurs drin. Was meinst du überhaupt mit System, das System und wieso systemrelevant? Wollt ihr euch da jetzt irgendwie sozusagen irgendwie eingliedern in irgendein vorgegebenes System oder was meint ihr damit? Wir werden darüber reden. Was wir damit wollten, ist tatsächlich erstmal dieses Reizwort in den Raum zu stellen
um danach zu fragen, was es eigentlich geht, nämlich die Rolle und die gesellschaftliche Relevanz von Kunst zu diskutieren und zu hinterfragen. Darum geht es uns, ja, heute. Und ich gehe gar nicht weiter ins Inhaltliche, sage nur kurz ein Wort dazu, wie es jetzt weitergeht. De facto haben wir nämlich zwei Themenblöcke und zwei Gesprächsrunden, bei denen nach den ersten beiden Runden hier auf dem Panel alle Interessierten sich natürlich jederzeit einschalten wollen. Wir möchten wirklich hier eine gemeinsame Diskussion führen. Und die erste Runde der Diskussion geht zum Thema sozioökonomische Arbeitsbedingungen von Kunstschaffenden und öffentliche Politik. Und nach einer kurzen Früchtepause begibt es dann die zweite Runde zur Frage demokratische Resilienz und Kunst. Und ich schlage vor, dass Nick Brasse jetzt gleich das Mikrofon und die Macht übernimmt und die erste Gesprächsrunde einleitet. Ich glaube, ich muss mein Mikro abgeben, oder ist das... Genau, ich muss es abgeben. Die Macht des Mikros. Sozusagen. Ja, also sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste des Workshops Systemrelevant, auch von meiner Seite zu Beginn nochmal ein herzliches Willkommen und im Vorfeld schon mal vielen Dank für Ihr Interesse an unseren heutigen Kultur- und ja auch ein Stück weit demokratiepolitischen Themen, die wir hier besprechen möchten. Wir starten jetzt gleich mit der ersten von zwei Diskussionsrunden. Und nachdem ich die DiskutantInnen dann kurz vorgestellt habe, gibt es jeweils Zeit für ein Einstiegsstatement von jedem hier oben auf dem Podium. Und danach wollen wir dann in die Diskussion einsteigen. Wir möchten aber nicht nur unter uns hier oben diskutieren, sondern dann auch noch die Diskussion öffnen. Und dann hat jeder von Ihnen auch noch die Möglichkeit, sich hier dazu zu äußern, eigene Erfahrungen zu schildern oder einfach Fragen an die DiskutantInnen hier oben auf dem Podium zu stellen. Genau, ja, und unsere erste Runde wird sich ja jetzt mit einem ganz konkreten Thema beschäftigen, nicht mit der Kunst an sich, sondern mit den Kunstschaffenden, mit den KünstlerInnen, mit den Kreativen. Und man könnte sagen, das ist ja so ein Stück weit die Inputseite dessen, was wir hier in Kassel aktuell wieder bestaunen können. Unter welchen sozial-ökonomischen Bedingungen kann Kunst eigentlich stattfinden? Wie sehen die Lebens- und Arbeitsbedingungen von Künstlern aus? Wie werden Künstlerinnen von staatlicher Seite unterstützt? Und ja, was trägt Politik abseits von den Reden, wo ja die Kunst immer sehr häufig ja als sehr bedeutend dargestellt wird zur Unterstützung von Künstlern und Kreativen bei? Kurz und gut könnte man sagen, welchen sozialpolitischen Rang hat eigentlich Künstlerförderung hier bei uns, vor allem in Deutschland? Der Politikwissenschaftler Klaus von Beime hat die Künstlerförderung einmal als die Krönung des Wohlfahrtsstaatsgedankens bezeichnet. Und ich fand das eigentlich immer so einen relativ schönen Begriff, weil es zeigt oder so ein bisschen die Ebene absteckt, dass Wohlfahrtsstaatlichkeit nicht nur sozialpolitisch oder juristisch verstanden werden kann, sondern auch durchaus eine kulturpolitische Ebene hat, wenn wohlfahrtsstaatliche Politik die Kulturschaffenden in den Blick nimmt. Und Klaus von Beime meinte damals, wo er das gesagt hat, vor allem eine Art Sonderstellung der Kreativen und der Künstlerinnen und Künstler. Und da könnte man heute natürlich fragen, ob es diese Sonderstellung noch gibt und ja, was die den KünstlerInnen eigentlich noch bringt. Oder ob man nicht viel mehr inzwischen fragen müsste, ob die Kunst damals, als beispielsweise die Künstlersozialversicherung entstanden ist, Avantgarde war von den Arbeitsbedingungen her, aber inzwischen diese Art von Arbeitsbedingungen sich eigentlich schon viel mehr ausgebreitet, verbreitet haben und weiter vorgedrungen sind in die Mitte der Gesellschaft, was Projektarbeit betrifft, was Solo-Selbstständigkeit betrifft und so fort. Genau. Und nun hatten wir ja in den letzten Jahren die Corona-Pandemie und dadurch haben sich ja viele Missstände nochmal zugespitzt im Kultursektor und viele vielleicht auch längere Zeit angestaute Probleme sind wie in einem Brennglas nochmal verdichtet worden im Kulturbereich.
Und gleichzeitig auf der anderen Seite hat man aber auch sehr viele Chancen gesehen, was Politik in kürzester Zeit auch ermöglichen konnte und wie viele Gelder doch innerhalb von kürzester Zeit letztlich zur Verfügung gestellt werden konnten, was auch ein interessanter Punkt ist. Und ich finde auch, es ist, glaube ich, noch nie so viel über Solo-Selbstständigkeit geredet worden, als in den Zeiten der Corona-Pandemie, in der Corona-Krise. Genau, und über diese Themen möchten wir heute hier diskutieren und wir dachten, es ist eigentlich eine gute Zeit für eine Bestandsaufnahme. Und dazu freue ich mich, dass mir 5 Gäste heute hier eingeladen haben, die auch alle unserer Einladung gefolgt sind, die ich jetzt hier gerne vorstellen möchte. Ich fange an mit Dr. Eckhard Briller hier ganz außen. Dr. Briller ist von Berufswegen her Ökonom und Soziologe. Seine Forschungsfelder liegen vor allem in der Sozialberichterstattung, in der dritten Sektorforschung, Zivilgesellschaft, Zivilengagement und in der großen Spendenthematik. Zu diesen Themen hat Herr Briller auch mehrere große Forschungsergebnisse und Analysen durchgeführt. Bis 2014 leitete Herr Briller die Projektgruppe Zivilengagement am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung, WZB. Und seit 2014 ist er wissenschaftlicher Koordinator der Mecenata-Stiftung, wo er bereits auch 2 umfassende Studien zu den Arbeits- und Lebensbedingungen von bildenden KünstlerInnen durchgeführt hat inzwischen. Genau, herzlich willkommen, Herr Briller. Neben Herrn Briller hat Platz genommen Dagmar Schmidt. Dagmar Schmidt ist die Vorsitzende des Bundesverbandes Bildender Künstlerinnen und Künstler und freischaffende Künstlerin sowie Kuratorin. Sie ist in Sachsen geboren, habe ich herausfinden können, und hat nach dem Abitur in Meißen ein einjähriges Praktikum in einem Betonwerk absolviert, was vielleicht auch noch so ein bisschen Eindrücke verfestigt hat, die auch in ihrer Arbeit fortwirken. Könnte ich mir vorstellen. Frau Schmidt hat später dann Architektur an der Hochschule für Architektur und Bauwesen in Weimar studiert und danach bildende Kunst an der Burg Giebichenstein und hat da den Abschluss als Diplom-Künstlerin erworben. Ihre Kunstwerke finden vor allem im Außenraum statt und sie interessiert sich auch sehr für das große Feld der Kunst am Bau, was auch ein wichtiges Feld ist, wenn man über Kulturförderung und auch Künstlerförderung sprechen kann, wo auch viel möglich ist. Dazu werden wir vielleicht dann noch kommen. Und einige ihrer Bodenskulpturen oder eine bestimmte hat auch einen bekannten Preis bekommen. Das war die Grabungsstätte in Halle, die mit dem MFI-Preis für Kunst am Bau ausgezeichnet worden ist. Herzlich willkommen, Frau Schmidt. Dann haben wir auf der anderen Seite in der Mitte die weitere künstlerische Persönlichkeit, Michael Göbel. Michael Göbel ist ein freischaffender Künstler, geboren in Niedersachsen, aber seit 1995 in Kassel beheimatet. Michael Göbel hat bildende Kunst bei Professor Urs Lüthi hier in Kassel an der Kunsthochschule studiert, hat mehrere Lehraufträge zur Kunst inne gehabt. Unter anderem war er Dozent für bildende Kunst an der Kunsthochschule Kassel und an der Universität Erfurt. Er ist Vorstandsmitglied im Kasseler Kunstverein und vielen auch bekannt, weil er seit langer Zeit die Kasseler Ateliersrundgänge organisiert hier. Michael Göbel hat sehr viele Preise und Auszeichnungen für seine Kunstwerke schon erzielen können. Die kann man gar nicht alle hier jetzt vorbringen, aber zumindest 2. Es war der Kunstpreis der Evangelischen Landeskirche in Württemberg dieses Jahr im Jahr 2022 und auch schon der Kulturförderpreis der Stadt Kassel. Und Herr Göbel hat auch eine Vielzahl an nationalen und internationalen Ausstellungen gehabt, unter anderem jetzt 2022 im Haus der Kunst in Solothurn in der Schweiz, aber auch in Erfurt, in Kassel, auf Island, in Berlin, in Köln oder in Kirgisistan. Und der Schwerpunkt seiner Arbeit liegt vor allem im Bereich Skulpturen, Installationen und der Objektkunst. Herzlich willkommen, Herr Göbel. Dann ganz außen Dr. Tobias J. Knoblich, begrüßen wir ganz herzlich, den Präsidenten der Kulturpolitischen Gesellschaft KUPOG.
und Dezernent für Kultur und Stadtentwicklung der Landeshauptstadt Erfurt. Tobias Knoblich studierte Kulturwissenschaft, Kulturpolitik und europäische Ethnologie an der Humboldt-Universität in Berlin und hat an der Universität Hildesheim promoviert. Er war unter anderem freiberuflicher Kulturwissenschaftler und Publizist in Berlin, danach mehrere Jahre Musikreferent im Sächsischen Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst, hat als Geschäftsführer des Landesverbandes Soziokultur in Sachsen gearbeitet, auch parallel dazu noch als Dozent und Lehrbeauftragter gewirkt, unter anderem auch als Lehrbeauftragter an der Universität Viadrina in Frankfurt-Oder und übt zahlreiche Ehrenämter auch aus und viele Verpflichtungen in Gremien. Unter anderem ist er auch Mitglied im Fachausschuss Kultur der Deutschen UNESCO-Kommission und eben seit Ende 2018 bereits Präsident der Kulturpolitischen Gesellschaft. Und was ich ganz interessant fand, was ich in Ihrer Biografie noch gelesen habe, ist, dass Sie von 1988 bis 1990 zuerst den Beruf eines Verkehrskaufmanns erlernt haben, mit Schwerpunkt Eisenbahn und Straßenverkehr. Also keine ganz klassische Kulturbiografie, wenn man so sagen könnte, sondern in einem ganz anderen Berufsfeld begonnen. Sehr interessant und herzlich willkommen, Herr Knoblich. Und last but not least, neben mir Dr. Susanne Völker, vielen Ihnen bereits bekannt vielleicht als die Kulturdezernentin der Stadt Kassel, aber auch Kunsthistorikerin und Kulturmanagerin. Susanne Völker ist in Dresden geboren, wenn ich das richtig gelesen habe, und ist seit 2017 Leiterin des Kulturreferats der Stadt Kassel. Zuvor war sie Museumsdirektorin in Calw in Baden-Württemberg und hat auch als Gründungsdirektorin 2015 das inzwischen sehr renommierte Haus der Grimmwelt hier in Kassel erfolgreich eröffnet. Susanne Völker hat Kunstgeschichte, Philosophie, Rechtswissenschaft und Museumsmanagement in Hamburg und Wien studiert und im Bereich Kulturwissenschaften promoviert, und zwar über das UNESCO-Weltdokumentenerbe in der kulturellen Bildung, am Beispiel des kulturellen Erbes der Brüder Grimm. Also da auch über ein ganz spezielles Projekt. Und ja, Sie kennen sich auch von dieser Seite also nochmal mit Projektarbeit auch aus. Herzlich willkommen, Frau Völker. Ganz kurz noch ein Wort zu mir. Nick Prasse, ich komme auch aus Sachsen, aus dem Landkreis Görlitz, habe aber hier in Kassel Politikwissenschaft studiert. Und mich da ein bisschen auf Kulturpolitik spezialisiert, hatte dann hier auch einen Lehrauftrag für Fragen der Kulturpolitik, bin aber im Hauptberuf sozusagen als Referent für das Bundesprogramm Demokratie Leben zuständig, also so ein bisschen das mitgrößte Bundesprogramm, was sich um Demokratieförderung, Extremismusprävention und Vielfaltsgestaltung gerade im Bereich Kinder und Jugendliche in Deutschland kümmert. Genau, also das ist so mein Schwerpunkt und da bin ich natürlich auch mit Projektarbeit im Positiven wie im Negativen ein bisschen befasst. Und was ich gerade so feststellen musste jetzt am Ende meiner Vorstellung ist, wir haben zwar die Frauenquote auf dem Podium nicht eingehalten, aber zumindest die ostdeutschen Quote haben wir übererfüllt in diesem Fall. Ich glaube, bis auf Herrn Göbel stammen alle aus Ostdeutschland und wir sehen also, es gibt durchaus ostdeutsche Eliten. Ja, und damit wäre ich schon soweit am Ende der Vorstellungsrunde und würde das Wort an Herrn Briller übergeben wollen, der jetzt sozusagen, da wir hier am Documenta-Institut angedockt sind, den wissenschaftlichen Einstieg in unser Thema übernimmt und uns verifizierte Daten zum Thema der sozialen Lage in der Kultur und im Kultur- und Kreativbereich präsentieren will. Bitte schön, Herr Briller. Ja, vielen Dank für die Vorstellung und für die Einladung. Dass ich Ihnen was vorstellen kann, das ist eigentlich dem Bundesverband der bildenden Künstlerinnen und Künstler zu verdanken, denn die haben diese Studie im Auftrag gegeben. Ja, und ich bin froh, dass ich seit nach 2016 auch 2020 diese Untersuchung durchführen konnte. Also das ist, denke ich, besonders zu betonen. In diesem Bereich der Kunst gibt es sehr wenige Daten. Erst seit kurzem beginnt die Bundesstatistik, eine Kulturstatistik aufzubauen.
Insofern ja, ist jede Untersuchung, die dort gemacht wird, sehr sinnvoll und zeigt vielleicht die Situation. Gut, ich möchte Ihnen ein paar Ergebnisse aus der Untersuchung aus dem Frühjahr 2020 vorstellen. Das ist auch besonders interessant, weil die Situationsbeschreibung nach dem Ausbruch der Corona-Pandemie hiermit schon eine Rolle spielt. Ich möchte mich, da wir so sehr zeitlich begrenzt sind, auch auf 5 Hauptaussagen beschränken. Mehr finden Sie in dieser Broschüre des Verbandes der bildenden Künstlerinnen und Künstler, die ja auch sehr schön aufgemacht ist und schon zeigt das Ergebnis der Studie. Also dort können Sie mehr dazu finden. Da wir auch ein paar Folien jetzt mitverwenden könnten, würde ich Sie vielleicht gleich bitten, die erste aufzulegen. In methodischer Hinsicht wurde bei der Erhebung die bewährte Kombination beibehalten. Zum einen stand ein Fragebogen schriftlich zur Verfügung und zum anderen konnte der Fragebogen auch online ausgefüllt werden, was in dieser 2020er Untersuchung von einem Großteil auch so realisiert wurde. Insgesamt beteiligten sich an der Befragung 2612 Personen. Sie können sehen, die Beteiligung ist hier sehr stark angestiegen. Ob das mit Corona zusammenhängt oder mit der guten Werbung durch den Bundesverband, kann man nicht einschätzen. Auf alle Fälle ist diese Zahl erfreulich, weil man natürlich dort mit auch sehr viel auswerten kann. Vielleicht gleich die zweite Folie bemerkenswert ist, und damit komme ich zum ersten wichtigen Ergebnis, dass der Anteil der Frauen weiter angestiegen und inzwischen weitaus höher als jener der Männer ist. Sie können sehen, während der Frauenanteil 2012 mit 53% erstmals über 50% lag, stieg er 2020 auf dem Spitzenwert von 61%. Die Zahlen sehe ich gerade, sind da nicht dran. Warum, kann ich Ihnen nicht sagen. Gut, kommen wir vielleicht zur zweiten Hauptaussage. Zu den wichtigsten Ergebnissen gehört, dass bildende Künstlerinnen und Künstler sich fest in der Gesellschaft verankert fühlen und dies auch praktisch umsetzen. Sie sehen eine besondere Verantwortung für Bildung, Demokratie und Toleranz, aber auch für die Wertebildung, für die Integration und ein harmonisches Zusammenleben in der Gesellschaft. Um diese Verantwortung zu realisieren, übernehmen sie in verschiedenen institutionellen Einbindungen wie Parteien und anderen politischen Organisationen bis zu Vereinen und Bildungseinrichtungen umfangreiche Aufgaben, Ämter und Funktionen. Dies ist ein wichtiger Punkt, wenn die Frage nach der Systemrelevanz gestellt wird. Beispielsweise, wenn wir uns anschauen, ist der Anteil der Künstlerinnen und Künstler, die in einer Befragung teilgenommen hat, in Parteien Mitgliedschaft weitaus höher als im Durchschnitt der Bevölkerung. Also von den Befragten gaben fast 6% an, Mitglied in einer Partei zu sein. In der Bevölkerung sind es nur 2%. Also das zeigt schon in gewisser Weise auch die Einbindung. Dritte Hauptaussage: Die wirtschaftliche Situation der meisten bildenden Künstlerinnen und Künstler ist weiterhin angespannt und partiell prekär. Allein vom Verkauf von Honoraren und anderen künstlerischen Aktivitäten können die meisten nicht leben. Und das beschreibt die Situation nicht nur in und nach der Pandemie, sondern auch bereits davor. Nächste Folie vielleicht. In den unteren Größenklassen der Einkünfte aus künstlerischen Aktivitäten, das heißt bis unter 5.000 Euro pro Jahr, Sie sehen das mit der blauen Säule, verorteten sich für 2019 rund die Hälfte aller Umfrageteilnehmerinnen. Bezieht man diejenigen mit ein, die hier gar keine Einkünfte erzielten, und das kann bei bildenden Künstlerinnen und Künstlern durchaus passieren, dass im einen Jahr dort nichts kommt, sind es sogar fast 2 von 3 Befragten. Allerdings besteht in der Langzeitbetrachtung ein leichter Trend dahingehend, dass sich der Anteil jener, die keine oder nur geringe Einkünfte erzielten, leicht zurückgehen.
Angestiegen ist der Anteil der Einkommenskategorie zwischen 5.000 und 20.000 Euro, was immer noch nicht sehr viel ist. Inzwischen ist jede bzw. jeder Dritte hier zu finden. Weiterhin relativ gering besetzt sind die Einkommensgruppen über 20 bis 50.000 Euro. Weniger als 5% ordnet sich dieser Gruppe zu. Nur jeder bzw. jeder Hunderte erzielt Einkünfte aus künstlerischer Tätigkeit über einen jährlichen Betrag von 50.000 Euro. Erwähnen muss man, dass die Unterschiede zwischen Männern und Frauen weiterhin bestehen bleiben. Sie schwächen sich nur im unteren Einkommensbereich etwas ab. Von allen Einkünften in den unteren Einkommensgruppen sind als nicht existenzsichernd anzusehen, weshalb andere Einnahmemöglichkeiten unabdingbar sind. Ich komme deshalb zu meiner vierten Hauptaussage. Insgesamt berichten mehr als 3/4 aller Umfrageteilnehmerinnen von Einkünften aus anderen, das heißt nicht künstlerischen Quellen. Es handelt sich dabei jeweils alters- und geschlechtsspezifisch vor allem um Lehrtätigkeit, nicht künstlerische Erwerbstätigkeit, Renten, familienbezogene Unterstützung und Stipendien. Vielleicht die nächste Folie. Dort sehen Sie nochmal die Einkommensgruppen hier bezogen und die Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Eine der wichtigsten Einnahmequellen für bildende Künstlerinnen in den letzten 20 Jahren sind die Durchführung von Lehrtätigkeiten. Vielleicht die nächste Folie schon. Das ist jetzt noch eine Folie, die ich nicht besprochen habe, die zeigt nur, dass die Ankäufe gerade von Kunstwerken hier relativ gering ist. Sie sehen die Anzahlen und in Klammern die Prozentzahlen. Also es sind durchaus geringe Anteile. Vor allen Dingen muss man sagen, dass der Bund hier wenig an vertreten ist, Bundesländer etwas stärker, aber hauptsächlich die Ankäufe über Kommunen und Kreise erfolgen. Vielleicht die nächste Folie. Ausübere künstlerische Lehrtätigkeit. Sie sehen, jede zweite ist hier beteiligt. Die Frauen liegen hier etwas höher im Anteil. Allerdings müssen wir kritisch sehen, vielleicht die nächste Folie schon, wenn man die Einkünfte anschaut, dass bei über 60% mit Lehrtätigkeit nur unter 3.000 Euro hier als Ertrag erzielt werden. Nur jede vierte erzielten mehr als 5.000 Euro. Vielleicht die nächste Folie noch. Erhalt von Stipendien, auch das sehen Sie, dass das recht begrenzt ist. Nur 8,6% erhalten ein Stipendium, 8,4%, und auch hier ist bei zwei von drei Stipendienempfänger der Betrag liegt hier unter 3.000 Euro. Eine wichtige Rolle spielen vor allen Dingen die nicht künstlerischen beruflichen Tätigkeiten. Auch die wurden von fast jeder bzw. jedem zweiten der Befragten angegeben und es folgen dann noch Altersbezüge in Form von Renten, die Unterstützung von Ehe oder Lebenspartnern, Verwandten und Freunden. Auch das spielt eine sehr große Rolle. Vielleicht die nächste Folie. Sie sehen hier die einzelnen Angaben auch, die hier eine Rolle spielen, wie hoch die sind. Gut, ich komme vielleicht schon zu meiner fünften Hauptaussage. Corona hat die Situation bildender Künstlerinnen stark beeinflusst und ihre Situation weiter verschärft. Sie sehen, so berichten bereits im Frühjahr 2020 3 von 4 der Befragten über aktuelle Einkommensausfälle oder befürchteten diese durch Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie. Bei den Frauen lag dieser Wert noch über dem der Männer. Einbußen beim Verkauf von Kunstwerken, bei Aufträgen, Honoraren oder anderen künstlerischen Aktivitäten stehen bei den Ausfällen an erster Stelle. Doch auch, Sie sehen, bei den anderen Kategorien sind hier durchaus nicht unwesentlich.
Die Auswirkungen der Pandemie treten also in einem breiten Spektrum von Einkommensquellen auf und die Ausfälle lassen sich kaum durch stärkere Aktivitäten in anderen Bereichen, wie sie sonst bei bildenden Künstlerinnen und Künstlern üblich sind, kompensieren. Lassen Sie mich abschließend ein kurzes Fazit ziehen. Die wirtschaftliche Situation der bildenden Künstlerinnen und Künstler muss auf Basis der vorliegenden Befragungsergebnisse weiterhin als angespannt und vielfach prekär charakterisiert werden. Durch die Corona-Pandemie hat sich die Situation an vielen Stellen weiter verschärft. Gleichzeitig, und das ist vielleicht ein bisschen Hoffnungsschimmer, ist die öffentliche und politische Aufmerksamkeit für die schwierige Lage gewachsen. Es gibt punktuelle Ansätze, die Verpflichtungen und Regelungen zur Zahlung von Ausstellungsvergütungen und Honoraren oder die Einrichtung einer Kommission durch die Kultusminister der Bundesländer für faire Vergütung für selbstständige Künstlerinnen und Künstler anschieben. Aber der Weg scheint noch weit zu sein und mir stellt sich die Frage, ob Lösungen sich nicht allein auf die bildenden Künstlerinnen und Künstler fokussieren sollten, sondern generell ausgerichtet sein müssen. Es zeigte sich zugleich, dass gerade bildende Künstlerinnen und Künstler fest in der Gesellschaft verankert sind. Sie liefern, sei es durch ihre Werke, umfangreiche Ausstellungsaktivitäten, ihr Engagement in der Gesellschaft sowie eine breite aufgestellte künstlerische Lehrtätigkeit, nicht nur einen unverzichtbaren Beitrag in kultureller Hinsicht für die Gesellschaft, sondern darüber hinaus für deren sozialen Zusammenhalt. Ja, das war mein Beitrag. Danke. Ja, vielen Dank, Herr Brille. Jetzt haben wir erstmal die aktuellen Zahlen gehört und wissen doch, wie es in vielen Bereichen, und das war jetzt speziell auf die bildende Kunst bezogen, doch sehr prekär, kann man schon sagen, bestellt ist um die Künstlerinnen und Künstler, was die Einkommenssituation betrifft. Und wir haben ja hier auf dem Podium einen Künstler sitzen und ich würde da gleich mal weitergeben an Michael Göbel. Finden Sie sich denn hier wieder in den Zahlen, wenn Sie auch vielleicht vor der Überschrift unseres Workshops systemrelevant, kreativ, prekär, das so sich vergegenwärtigen, was die jetzt gehört haben? Ja, vielen Dank. Ich finde mich in den Zahlen sehr wohl wieder. Ich bin übrigens auch einer der 2600 gewesen, die teilgenommen haben, tatsächlich. Und grundsätzlich kann man, also ich kann es natürlich nicht mit Zahlen und ähnlichen Sachen belegen, aber bei den Kolleginnen und Kollegen in Kassel, die ich nun über die Tätigkeit im Atelierrundgang und auch im Kunstverein relativ gut kenne, ist es natürlich ganz häufig so, dass ganz klar ist, von den Aktivitäten als KünstlerInnen, als Künstler kann man in der Regel seinen Lebensunterhalt nicht bestreiten. Und Corona hat eben dazu geführt, dass eben sehr viele Zusatzverdienstmöglichkeiten auch weggebrochen sind. Ich denke, das wissen wir alle. Studierende haben ihre Nebenjobs verloren, weil eben die Gastronomie geschlossen wurde, weil eben diese prekären Arbeitsverhältnisse sehr schnell kündbar sind und sehr schnell aufgelöst wurden. Gleiches ist natürlich mit sehr vielen Künstlerinnen und Künstlern passiert, die einfach ihren Lebensunterhalt damit verdient haben, dass sie immer mal wieder arbeiten gegangen sind, in verschiedenen Projekten sich engagiert haben und diese Projekte alle nicht mehr stattgefunden haben oder eben sehr stark eingeschränkt stattgefunden haben. Also wir haben das über den Atelierrundgang festgestellt, dass eben auch durchaus TeilnehmerInnen, die immer dabei waren, das letzte Jahr, also wir haben 2021 den letzten Atelierrundgang gemacht, mitten in der Pandemie und waren eigentlich davon ausgegangen, dass die Besucherzahlen sehr stark runtergingen. Das hat sich glücklicherweise nicht bestätigt, sondern wir haben sehr viele Besucherinnen und Besucher gehabt. Aber wir haben durchaus einige Absagen von Künstlerinnen und Künstlern bekommen, die gesagt haben, wir mussten unser Atelier aufgeben, weil wir einfach unsere Wohnung halten müssen. Das ist in dem Fall wichtiger gewesen und wir haben tatsächlich über die fehlenden Nebenjobs, über die fehlenden Ausstellungsmöglichkeiten, die während der Pandemie nicht mehr da waren und bis heute sind zum Teil. Ich meine, die meisten Ausstellungen haben wieder geöffnet. Aber die Situation hat sich noch nicht so sehr stark verbessert. Und da war es für uns dann doch überraschend, dass wirklich Leute, die relativ gut im kulturellen Leben eingebunden sind, tatsächlich auch sagen mussten, nein, ich muss arbeiten gehen, ich kann nicht am Atelierrundgang teilnehmen. Meine persönliche Situation ist da natürlich noch wieder so, dass ich das Glück habe, einen Teilzeitnebenjob zu haben, der relativ fest ist und auch relativ krisensicher funktioniert. Aber wenn man sich über
Gelegenheitsjobs, was außerhalb von Taxifahren ist, über Wasser halten muss, wird es eben sehr, sehr schwierig. Und das sind ja, wie wir in den Zahlen gesehen haben, relativ viele Künstlerinnen und Künstler, die das so haben. Was man, glaube ich, berücksichtigen muss und was bei den Betrachtern oder auch dem normalen Publikum nicht unbedingt immer im Hinterkopf ist, dass es relativ teuer ist, als Künstler zu arbeiten. Ein Atelier zu haben, weil man eben die meisten Sachen nicht zu Hause in der Wohnung machen kann, es sei denn, man arbeitet komplett digital. Aber auch Materialbeschaffung. Also ich selber habe es bei dem Projekt, was ich letztes Jahr realisieren konnte, ein großes Projekt hier in der Martinskirche, habe ich feststellen müssen, dass von der Planungsphase, die seit 2019 lief, bis zur Verwirklichung 2021 sich die Materialkosten allein verdoppelt hatten. Über die Pandemie, über die Materialbeschaffung, die halt dort teurer geworden ist. Was ich jetzt sehe und wo ich denke, wo wir noch lange nicht am Ende sind, sind Energiekosten, sind Mietkosten, die jetzt sehr, sehr viel teurer werden. Ich habe neulich bei der Preview der Documenta mit einem Kollegen gesprochen, der relativ viele Ateliers in Kassel hat, die er weiter untervermietet und sagt, naja, ich weiß noch nicht, wer mir die Nebenkosten noch weiter zahlen kann, wenn die sich jetzt verdoppeln. Also ganz klar einfach die Sache, dass der Lebensunterhalt von vielen Künstlerinnen und Künstlern relativ austariert ist, dass es gerade so funktioniert. Wenn wir aber Energiekostenverdopplung haben und wenn wir auch über die Inflation eine Lebenshaltungskostensteigerung haben, wird das zu einem relativ großen Problem werden. Da bin ich mir sehr sicher. Also wie gesagt, ich bin da in einer relativ guten Lage und auch die Stadt Kassel hat ja relativ viel gemacht in der Zeit. Also wir haben inzwischen in Kassel seit ich weiß nicht wie vielen Jahren eine Ausstellungsvergütung, die über einen städtischen Topf finanziert wird. Das heißt, auch die Institutionen wie der Kasseler Kunstverein müssen nicht von ihrem eh schon knappen Budget noch eine Ausstellungsvergütung zahlen, sondern man kann das beantragen bei der Stadt und der Künstler, die Künstlerin bekommt eben für diese Ausstellung eine Vergütung. Das ist ein Riesenfortschritt, weil als Künstler war man ansonsten dankbar, wenn man überhaupt ausstellen durfte. Dass man noch Geld dafür bekommt, war überhaupt nicht in Aussicht. Also das gab es früher nicht. Und da muss ich sagen, sind wir in Kassel doch einen großen Schritt weitergekommen. Genauso ist zur Pandemie auch über Hilfen und Stipendien relativ viel gemacht worden. Das ist aber in der Regel projektbezogen. Also ich habe ein Projekt, ich möchte es verwirklichen, ich kann Fördergelder dafür einsammeln, einwerben und wenn ich Glück habe, bekomme ich Geld. Das ging relativ gut. Wenn ich aber gar nicht dahin komme, dass ich überhaupt ein Projekt machen kann, weil eben alles andere mir Zeit wegnimmt, meine Lebenshaltungskosten macht, dann habe ich eben ein Problem, dass ich gar nicht an diese Töpfe rankomme und in der Regel werden auch nicht die Lebenshaltungskosten von diesen Projektgeldern mit übernommen. Also das ist die Situation, ist jetzt ein bisschen schwarzmalerisch. Wie gesagt, die meisten haben sich, denke ich, Jobs gesucht in der Zeit und haben vielleicht auch tatsächlich dann, ich sag mal, bessere Jobs sich jetzt gesucht, als sie vorher hatten, mit dem Nachteil, dass eben weniger Zeit für die künstlerische Arbeit ist. Und wir sehen es an den Restaurants, die Aushilfen sind nicht mehr da. Also der Arbeitsmarkt hat sich ein bisschen verändert. Und ich kenne eben sehr viele, die jetzt auch tatsächlich gesagt haben, okay, vielleicht schule ich nochmal um auf Lehrer, vielleicht mache ich nochmal mein Referendariat, was ich damals nach dem Studium nicht gemacht habe und werde jetzt doch Lehrer, weil es einfach nicht mehr anders geht. Und das, denke ich, muss man berücksichtigen, wenn man so die reinen Zahlen sieht, dann denkt man, ja, es ist alles nicht so richtig schön, aber es ist auch nicht so richtig schlimm. Ich denke, wir haben noch ein bisschen was vor uns, was das angeht. Genau, ja, aber nicht zu viel Trübsal blasen. Die Künstler sind in der Regel so, dass sie das irgendwie hinkriegen und umschiffen. Die Kreativität beschränkt sich nicht nur auf die künstlerischen Output, sondern ist meist auch da, wie man sein Leben in den Griff kriegt und weitermachen kann. Genau, vielen Dank. Ja, vielen Dank. Das ist wieder die berühmte intrinsische Motivation der Künstlerinnen und Künstler, die sich da zeigt, letztlich an diesem Punkt auch weiterzumachen, wenn es doch ringsherum sehr stürmisch und dunkel aussieht, wie bei uns hier im Moment das Wetter. Ist doch gut, dass wir drinnen sitzen. Frau Schmidt, ich würde gerne an Sie weitergeben. Sie sind ja sozusagen ein Stück weit die Lobbyistin der bildenden Künstlerinnen, könnte man sagen, als Vorsitzende des Bundesverbandes. Und haben ja bestimmt auch in den Verhandlungen beispielsweise, wo es darum ging, um die Hilfen, die bereitgestellt worden sind, in Berlin daran mitgewirkt.
und sind vielleicht auch konsultiert worden das ein oder andere Mal, was vielleicht auch sehr spannend wäre, dass Sie vielleicht auch darüber mal kurz etwas sagen, nachdem Sie auch natürlich nochmal allgemein über unser Thema gesprochen haben jetzt. Ja, vielen Dank. Der Kollege hat ja gerade sehr eindrucksvoll geschildert, wie Künstlerinnen und Künstler mit Situationen umgehen und auch mit Krisen umgehen. Das Spannende ist ja, dass dieses Kunstmachen müssen uns immer wieder dazu drängt, auch alle Möglichkeiten zu nutzen und um uns irgendwie in einen Lebenssachverhalt einzufinden. Und für uns als Lobbyistinnen, wie Sie das genannt haben, also als Berufsverband und Bundesverband Bildender Künstler und Künstlerinnen und Künstler, ist es natürlich immer wichtig, und das war der allererste und wichtigste Impuls auch in der Corona-Pandemie, uns sofort bundesweit zusammenzuschließen und sagen, wo können wir jetzt was machen, was wird eigentlich gebraucht, wo können wir irgendwo politische und soziale Instrumente definieren, die wir dann als LobbyistInnen an die jeweiligen Menschen adressieren, die das auf den Weg bringen können. Und das war, natürlich sind wir schon lange als Bundesverband im Gespräch mit den jeweiligen Bundesministerien oder eben auch in Länderebenen und in den Kommunen. Die BBKs sind da gut unterwegs und versuchen, die Rahmenbedingungen zu beeinflussen im Sinne der Künstler. Das, was ich spannend finde, und das war einer der vier Aspekte, die ich gerne hier einbringen möchte, ist, dass auf der einen Seite dieses schwierige wirtschaftliche oder vorwiegend schwierige wirtschaftliche Umgehen bei den Künstlerinnen und Künstlern steht, auf der anderen Seite sie aber Künstlerinnen und Künstler ein sehr hohes Sozialprestige in der Gesellschaft eigentlich empfangen und auch ihre besondere Verantwortung, die sie als freier Beruf, der die bildende Kunst ja auch ist, gegenüber dem Gemeinwohl sehr wohl wahrnehmen und dort auch sehr verantwortlich unterwegs sind. Ganz interessant auch in der bildende Kunst, auch nicht neu, die Chancen sind ungleich verteilt, wenn wir jetzt daran mal die soziale Lage aus der Sicht der Verteilungsgerechtigkeit betrachten, dann sieht man, dass die Ressourcen, Geld, Güter, Sichtbarkeit in der bildenden Kunst, immer die Ausstellungen doch sehr ungleich verteilt sind. Die Kollegin hat es mal auf einer Podiumsdiskussion so schön gesagt, es klumpt zu viel in der bildenden Kunst. Also es ist wirklich ganz wenige, sehr viel, über sehr viel verfügen und sehr viele über relativ wenig. Zusätzlich werden auch Gruppen noch marginalisiert oder ausgegrenzt. Der Herr Friller hat es benannt, den Gender Pay Gap, also die Differenz des Einkommens zwischen Frauen und Männern, der ist im Kulturbereich am höchsten im Vergleich zu anderen Branchen. Es gibt den Gender Show Gap über viele Jahre schon, also Männer wurden deutlich mehr ausgestellt als Frauen. Im Moment versuchen Museen und Galerien das so ein bisschen zu kippen und genau gerade viele, viele, viele Frauen und vor allen Dingen viele, viele, viele andere Perspektiven noch zu zeigen, die bisher noch gar keine Rolle gespielt haben. Das wurde auch höchste Zeit. Ein nächster Punkt, wurde auch schon erwähnt, ein blinder Fleck in der Kulturpolitik, die Solo-Selbstständigen oder Selbstständigen, wie wirtschaften die eigentlich? Die sind immer in der ganzen Sozialpolitik auch so mitgelaufen, als so eine, die Selbstständige ist so eine, ja eigentlich sind sie doch fast wie Angestellte, also alles ist so zugeschnitten auf Arbeitnehmerprinzipien und das passt bei den Selbstständigen überhaupt nicht und am allerwenigsten bei den Künstlern. Da fehlt dann jede soziale Sicherung. Bei den Selbstständigen ist es schon ein bisschen besser als in der bildenden Kunst. Die bildende Kunst hat über die Künstlersozialkasse seit den 80er Jahren eine sehr gute Möglichkeit einer Pflichtversicherung in einem bestimmten Einkommensbereich. Eine Besonderheit in Europa übrigens. Aber auch da sieht man Reformbedarf inzwischen. Sehr spannend war zu Beginn der Corona-Krise auch der Beweis, warum das ein blinder Fleck ist. Also hätte man darauf verzichten können, aber die
Die ersten Corona-Hilfen waren für die bildenden Künstler und für die Kreativen völlig ungeeignet. Es ging immer um diesen Unternehmerinnenlohn, der entnommen werden konnte. Den konnte man aber nur entnehmen, wenn man auch wirklich vorher natürlich was verdient hatte. Und ganz fatal für die Künstler, die immer versuchen, möglichst mit wenig Betriebskosten durchzukommen. Betriebskosten hätten sie sich ersetzen lassen können, aber keine Lebenshaltungskosten. Und das ging natürlich völlig an der Lebensrealität von Künstlern vorbei. Und der vierte Aspekt, der mir hier noch ganz wichtig ist, was ich bei Künstlerinnen und Künstlern immer wieder freudigerweise erlebe, Solidarität trotz Konkurrenz. Also bildende Künstler gerade tun sich in Netzwerke zusammen, obwohl sie eigentlich massive Konkurrentinnen sind im Kunstbetrieb. Ein gutes Beispiel ist wirklich der BBK-Bundesverband, der seit 50 Jahren besteht und mit 10.000 Mitgliedern bundesweit in insgesamt 60 und Regionalverbänden organisiert ist. Und dort, es ist aber eine Selbstorganisation, also die Künstlerinnen und Künstler arbeiten alle im Ehrenamt und engagieren sich da für eine Verbesserung der Rahmenbedingungen des künstlerischen Schaffens. Die Künstlersozialkasse war auch Ergebnis, dass sie sich gebildet hat, weil diese Vereinigung schon so lange existiert und sich die damals Aktiven, 1984 wurde die eingerichtet, wirklich massiv auch dafür eingesetzt haben, dass das kam. Die Stärkung der Urheberrechte, die Verwertungsgesellschaften, Bildkunst, alles in Bewegung wegen Digitalisierung und Internet, aber da gibt es einfach auch aktuell sehr viel zu tun. Die Kolleginnen und Kollegen engagieren sich auch im Stiftung Kunstfonds und Netzwerken, was es nur geht. Denn es gibt viel zu tun und die schlechte Einkommenssituation hängt ja auch damit zusammen in der bildenden Kunst, dass sehr viele künstlerische Leistungen, die abgerufen werden, nicht bezahlt werden, weil die gehören einfach zum künstlerischen Prozess dazu. Es ist ein totales Glück, dass Kassel jetzt hier die Ausstellungsvergütung wirklich auch macht, weil Künstlerinnen und Künstler müssen so viel auch in Vorleistung gehen, wurde auch schon gesagt, dass man unterschätzt es leistet, unterschätzen sogar die Künstlerinnen und Künstler selbst. Wenn wir nämlich aufgefordert sind, mal unsere Honorare zu kalkulieren, dann vergessen wir ganz viel. Den Strom, das Atelier, das Material, was vielleicht noch bezahlt werden muss, weil einfach da sich über die vielen Jahre jetzt gar kein Bewusstsein für aufgebaut oder aufbauen konnte, wie umfangreich die Leistung eigentlich ist, die notwendig ist, um ein Projekt zu machen oder ein Bild an die Wand zu hängen oder in einen Prozess zu gehen. Ein kleines Fazit. Kunst und Künstlerinnen werden in der Gesellschaft wertgeschätzt. Der notgedrungene Verzicht auf den Kunstgenuss in der Corona-Pandemie, eben keine Kunst gemeinsam erleben, sehen und betrachten zu dürfen, hat vielen deutlich gemacht, dass eine vielfältige Kunst für die menschliche Spezies, die wir sind, relevant ist. Und sie hat einen unverzichtbaren Wert. Die Chancen sind ungleich verteilt, sowohl beim Zugang als auch bei der Ausübung. Aber es gibt sowohl politische als auch soziale Steuerungselemente, um die Kunst wertzuschätzen und angemessen zu bezahlen. Die Krise hat ein kleines Zeitfenster geöffnet für Veränderungen. Genauso erleben wir das jetzt überall, dass die Gegenüber, die Künstlerinnenverbände, der Bundesverband, die Politikerinnen, die Verwaltung auf Bund, Ländern und Kommunen, wir hören uns gerade sehr, sehr aufmerksam gegenseitig zu. Wir sprechen über den Wert der Kunst, wir sprechen über Honoraruntergrenzen, wir sprechen über eine Wertschätzung und vor allen Dingen reden wir darüber, wie wir die Gesellschaft, wir sind mitten in der großen Transformation, die Klimakrise sitzt uns im Nacken, die Krisen nehmen kein Ende, wir müssen das gemeinsam bewältigen und es geht nur miteinander und darüber wird gerade zum Glück und toll, dass es gemacht wird, ganz viel gesprochen. Vielen Dank. Jetzt wagen wir
so einen kleinen Perspektivwechsel vielleicht, nachdem wir jetzt die Situation vor allem aus dem Blick der KünstlerInnen gehört haben, wurde ja auch schon jetzt so leicht deutlich, dass es auch durchaus kritische Punkte gibt, die mitunter auf der institutionellen Seite liegen. Und wir haben hier auch eine Vertreterin, die mehr aus dem Bereich der Kulturpolitik oder aus der institutionellen Ebene vielleicht sprechen kann. Frau Dr. Völker, wie haben Sie denn die Corona-Krise aus Sicht der Kulturverwaltung vielleicht hier auch in Kassel erlebt? Sehr gerne, aber ich glaube, so groß ist der Antagonismus gar nicht, wie er jetzt gerade geöffnet wurde, denn wir haben hier in Kassel sehr, sehr engen Kontakt gehabt während, also gleich zu Beginn der Corona-Pandemie mit sehr, sehr vielen Künstlerinnen und Künstlern und haben zunächst mal nach Unterstützungsmöglichkeiten geschaut, alles zusammengetragen, was es irgendwie an Möglichkeiten gibt und hatten zwei Tage nach dem ersten Lockdown ein 20-seitiges PDF im Netz, wo alle Unterstützungsmöglichkeiten, alle Förderungen, Bundes-, Landes-, kommunale Förderungen, Stiftungen und so weiter aufgeführt waren, haben das auch stetig aktualisiert, tun das noch und dazu auch beraten. Das heißt, in der Zeit der Corona-Krise sind etliche tausend Stunden Beratung innerhalb der Kulturförderung und Beratung insbesondere auch dafür aufgewendet worden, Künstlerinnen und Künstler auch einzeln zu beraten, wie sie mit ihren ganz konkreten und besonderen Lebensumständen jetzt vielleicht am besten zu Lösungen kommen können. Denn wir haben es eben schon mehrfach gehört, es sind ja sehr häufig sehr individuelle Lebenssituationen, die sich nicht so richtig von einer auf die andere übertragen lassen. Und insofern ist natürlich auch der Beratungsbedarf da an der Stelle sehr individuell. Und insbesondere mit unseren kommunalen Fördermitteln sind wir auch so umgegangen, dass wir im Rahmen dieser Beratungen geschaut haben, was ist denn noch möglich, auch in der Durchführung, um die Förderung entsprechend aufrechtzuerhalten. Und was ist wegen der Einschränkungen auch nicht mehr möglich. Und dann zielte die Beratung darauf ab, Formate zu finden, die es ermöglichen, dass diese Förderungen trotzdem ausgeschüttet werden können. Also digitale Formate oder Konzeptphasen oder wie auch immer, also auch wieder je nach nach individueller Situation, sodass die Fördermittel dennoch rechtssicher, aber eben trotz aller Einschränkungen entsprechend ausgeschüttet werden konnten. Und insofern war das ein sehr, sehr enges Miteinander. Und das ist jetzt nur die kommunale Seite hinsichtlich der Fördermittel. Darüber hinaus haben wir als Stadt ein Förderprogramm aufgelegt unter dem Titel Kopf hoch Kassel. Das hatte einen Umfang von 18,4 Millionen. Das ist relativ schnell passiert, jetzt nicht nur für Künstlerinnen und Künstler, sondern insgesamt für Klein- und Kleinstunternehmer und Solo-Selbstständige, weil sich ziemlich schnell gezeigt hat, dass hier einfach viele nicht so richtig erfasst werden, auch von den Bundesmitteln und Landesmitteln, die sehr schnell kamen, wir haben es vorhin gehört, sehr schnell kamen und auch in ordentlicher Höhe kamen, aber eben aufgrund der hohen Individualisierungsgrade und gerade auch mit dem Nachsteuerungsbedarf am Anfang, eben viele auch erstmal nicht erfasst haben. Und da kann Kommune bis zu einem gewissen Grad auch nachsteuern, aber kann natürlich nur nachsteuern. Also kann nicht komplett die Problematik für alle lösen, weil einfach das Finanzvolumen von Kommunen an der Stelle auch deutlich geringer ist. Aber mit diesem Programm konnten wir auch nochmal in zwei Phasen entsprechend finanziell unterstützen und damit das eine oder andere auch abmildern. Darüber hinaus hat es Solidaritätsaktionen gegeben. Eine möchte ich erzählen, weil sie einfach besonders, oder zwei vielleicht, weil sie besonders schön waren. Insbesondere für freischaffende, bildende Künstlerinnen und Künstler hat die Initiative Kulturbahnhof, in der sich unter anderem auch die Karikatura befindet, eine Aktion ins Leben gerufen, gemeinsam mit dem Karikaturisten und Zeichner Gerd Glück. Und zwar ist sie entstanden, da saßen wir in einer Runde zusammen, in der größeren, und die Überlegung war, was ist denn im Augenblick eigentlich die härteste Währung? Und da war man sehr schnell bei der Antwort, die härteste Währung ist Toilettenpapier. Also ist ein Kunstobjekt entstanden, jeweils ein Blatt Klopapier mit einem von Gerd Glück gestalteten Motiv als Stempel darauf und dem Schriftzug ohne Kultur ist es für den Arsch, was auf Klopapier zutrifft. Und diese wurde dann entsprechend in Crowdfunding-Kampagnen verkauft, jeweils für 50 Euro das Blatt signiertes und limitiertes Toilettenpapier. Und dann gab es natürlich die Silberedition und die Goldedition und die Platinedition. Also 100, 200, 500 Euro.
Und mit dieser Aktion sind rund 50.000 Euro zusammengekommen, die dann auch wieder ausschließlich an freischaffende bildende Künstlerinnen und Künstler verteilt werden konnten. Und inspiriert davon hat sich der Personalrat des Staatstheaters mit uns in Verbindung gesetzt, weil sie gesagt haben, wir sind eine große, stabile Situation. Wir wissen, dass ihr, bei uns ist es Trägerschaft Stadt und Land, also dass ihr Stadt und ihr Land, das Staatstheater nicht eingehen lasst. Insofern fühlen wir uns sicher, wissen aber, dass es anderen anders geht. Wir würden gerne eine Tagesgage jeweils spenden für freischaffende Künstlerinnen und Künstler und andere dazu aufrufen, zuzuspenden. Und auch über diese Aktion sind nochmal gut 50.000 Euro zusammengekommen und auch, nee, Entschuldigung, 90.000 Euro zusammengekommen, indem der Personalrat des Staatstheaters aus der Belegschaft heraus gesagt hat, wir würden hier an der Stelle gern was abgeben, unterstützt uns dabei und macht da mit, sodass insgesamt dann über diese beiden Aktionen rund 140.000 Euro zusammengekommen sind, die an freischaffende Künstlerinnen und Künstler aus Solidaritätsaktionen entstanden sind. Und dann haben wir auch noch andere Fördermittel eingeworben, aber das sind so die beiden spektakulärsten und am schönsten zu erzählenden Aktionen gewesen. Und insgesamt hat sich einfach deutlich gezeigt, dass größere Institutionen geholfen haben. Das ist, wir haben es vorhin schon gehört, gerade Künstlerinnen und Künstler, die in kurzfristigen Beschäftigungen sind, dann auch in Institutionen eher nochmal irgendwie einen Honorarvertrag oder so bekommen haben, wieder für eine kurzfristige Beschäftigung, um die Situation ein bisschen abzumildern. Aber grundsätzlich kann man schon festhalten, auch wenn es vielleicht medizinisch nicht korrekt ist, aber Corona war und ist die Pest. Und es ist auch gut, wenn es wieder rum ist und das Publikum wieder kommt und man sich auch wieder daran gewöhnt, regelmäßig wegzugehen und auch nach Einbruch der Dunkelheit noch unterwegs zu sein und sich Ausstellungen anzuschauen in der eigenen Stadt und in anderen Städten und auch dafür zu reisen, weil es einfach die Kunst verdient hat, wahrgenommen zu werden und gesehen zu werden. Und bis dahin müssen wir einfach wirklich alle Hebel in Bewegung setzen und alles mobilisieren, was uns zur Verfügung steht, um diese Durststrecke irgendwie zu bewältigen. Danke. Wir sehen also doch, dass Corona ein Stück weit die Solidarität auch zwischen verschiedenen Kultursparten, könnte man sagen, erhöht hat und man dort auch ein Stück weit zusammengerückt ist insgesamt vielleicht. Und mit Tobias Knoblich haben wir hier ja jemanden sitzen, der über die kulturpolitische Gesellschaft nicht nur ganz verschiedenste Kultursparten zusammenbringen muss, sondern gleichzeitig auch noch die Kulturverwaltung, die Kulturpolitik, einzelne Künstlerinnen und Künstler in einem riesigen Netzwerk sozusagen vereint. Und die kulturpolitische Gesellschaft ist ja auch so etwas wie ein großes Think Tank, könnte man sagen, was durchaus auch nicht nur aktuelle Entwicklungen in der Kulturpolitik begleitet, sondern natürlich auch immer einen Blick in die Zukunft wagt, wie es weitergehen könnte. Und ich habe einen Artikel von Ihnen gelesen, ich glaube, es war in der Zeitschrift Politik und Kultur, da haben Sie geschrieben, dass es auf jeden Fall nach Corona auch in der Kulturpolitik nicht mehr so weitergehen sollte oder darf, wie es vorher war. Wie muss es denn da danach weitergehen? Naja, auf jeden Fall nicht immer vorwärts und nicht immer auf Wachstum getrimmt. Das ist nämlich eine ganz bittere Wahrheit. Ich versuche mal ein bisschen zuzuspitzen, damit wir auch kontrovers werden können. Denn wir sind uns ja bisher alle sehr einig, dass die Kunst was Gutes sei, dass die Künstlerinnen und Künstler Unterstützung benötigen. Das ist zweifelsohne auch so. Und dass die Kunst für unsere Gesellschaft wichtige Beiträge erbringt. Worin bestehen die eigentlich? Also Künstlern ging es ja eigentlich noch nie gut. Das, glaube ich, muss man am Anfang feststellen. Ob sie wie Grünewald mit den marodierenden oder vermeintlich marodierenden Bauern sympathisierten und dann Ärger bekamen oder wie Bach, der seinen Dienstherrn schlichtweg wechseln wollte und dann erstmal im Gefängnis gelandet ist oder zu DDR-Zeiten mit den ideologischen Vorgaben nicht kollaborieren wollten. Je nach System kommt man ja immer irgendwie in Schwierigkeiten und muss unterschiedlichen Funktionslogiken folgen, entweder einer Repräsentationskultur oder eben einer oder auch theologischen Vorgaben. Die Kirchen haben eine ganz wichtige Rolle gespielt. Sie waren wichtige Auftraggeber, aber natürlich auch Leute, die oder eine Instanz, die Künstlerinnen und Künstlern ganz klare Vorgaben gemacht hat. Da war nichts mit freier Entfaltung. Ne? Und zu DDR-Zeiten, weil wir vorhin ja nun alle vier Leute sozusagen ostsozialisiert sind und drei zumindest vom Alter her, Frau Schmidt, ich muss so hart sein, vom Alter her die DDR auch noch erlebt haben. So,
wissen wir ja auch, wie es dort gewesen ist. Also es gab wahnsinnig viele Künstlerinnen und Künstler, die sich auch teilweise durchaus entfalten konnten. Es ist ja nicht so gewesen, dass alle permanent unterdrückt waren, aber man ist sehr schnell an Systemgrenzen gestoßen, wenn es um Entfaltung ging und die tatsächliche freie Wahl dessen, was man wollte. Also und jetzt nun in der freiheitlich-demokratischen Grundordnung ist erstmal für die Künstlerinnen und Künstler eine Riesenmöglichkeit gegeben, das zu tun, was sie tatsächlich wollen. Und wir haben ja auch, ich würde fast sagen, unbegrenzt künstlerisches Wachstum. Ich glaube, so viele Künstler gab es noch nie wie in der jetzigen Bundesrepublik. Das ist schön, das ist die eine Seite. Auf der anderen ist es natürlich auch eine Wahloption, die jeder und jede für sich vornimmt. Und man kann auch sagen, die Förderkulissen, die Stipendien, die Förderprogramme, die Ankaufsetats, wenn sie auch vielerorts sehr mager sind, dann nehme ich meine Stadt jetzt gar nicht aus, ermöglichen sehr, sehr vielen Menschen auch in diesem Sozialstaat. Sie hatten vorhin Klaus von Beime genannt, einen der wenigen Politikwissenschaftler, die sich mit Kulturpolitik auch intensiv beschäftigen, die in dem Sozialstaat auch Nischen finden, sich zu verwirklichen, wenn sie auch zum Teil prekär leben. Aber manche wollen das ja auch. Also ich kenne Künstlerinnen und Künstler, die sind sehr froh, dass sie auf die Weise sich, ich sage mal den bösen Terminus, sich teilweise auch abducken können, trotzdem produktiv sind, aber nicht in dem Maße, dass man davon leben könnte. Weil es gibt ja trotzdem einen Kunstmarkt, also man arbeitet ja in gewisser Weise für eine Nachfrage. Und dieser Markt wird dann stabilisiert durch staatliches und kommunales Handeln, weil er als Markt eben nicht funktioniert oder nur für ganz, ganz wenige. Das haben wir ja auch gehört, ne? Die davon, Gerhard Richter fällt mir immer ein, ne? Der selber den Kopf darüber schüttelt, was die Leute, verrückt wie sie sind, für seine Sachen inzwischen bezahlen. Das kann man ja keinem Menschen mehr erklären. Also das heißt, es ist auch ein in sich wahnsinnig kaputtes und überdehntes System, also ein, man möchte auch fast sagen, perverses System, das wir haben mit den Kunstmärkten. Und das muss man sich immer vor Augen führen, wenn man jetzt drüber nachdenkt, was heißt denn das eigentlich systemisch oder was ist da eigentlich jetzt systemrelevant? Es gibt diesen aus dem Ruder gelaufenen Markt, es gibt viele Menschen, die von einem Wohlfahrtsstaat stabilisiert werden, wenn auch prekär. Und es gibt eigentlich nur einen bedingten Bedarf nach Kunst, weil ein Repräsentationsbedürfnis in dem Sinne haben wir nicht mehr, auch wenn im Bundeskanzleramt verschiedentlich Kunst hängt und es sogar ein Buch gibt über Gerhard Schröder und die Kunst und verschiedene andere Dinge. Die Kirchen sich das ein oder andere auch noch leisten, zum Beispiel Neo Rauch in Naumburg, ne, das funktioniert auch noch, aber nur weil der Staat die Kirchen stabilisiert, in Thüringen mit über 23 Millionen im Jahr, sonst könnten die auch keine Kunst mehr kaufen. Und weil ja wir ansonsten natürlich immer sagen, und das ist auch richtig, dass die Kunst dazu beiträgt, Diskursräume zu öffnen, die Menschen miteinander ins Gespräch zu bringen. Das ist aber ein sehr sanftes Argument. Und die Menschen kaufen natürlich auch Kunst, im Osten weniger als im Westen, in Thüringen weniger als, ich weiß nicht wo, also auf jeden Fall gibt es da keinen richtigen Kunstmarkt. Ne? Das ist auch bitter. Aber das ist natürlich ein sehr schräges System. Das heißt, es gibt so viele Künstlerinnen und Künstler, weil dieser Staat wahnsinnig viel vorhält und weil er so reich ist. Aber er hält sie natürlich auch prekär, weil es auch sozusagen gar keine harten Kriterien gibt. Also man müsste wie so den süßen Brei eigentlich die Budgets immer weiter ausdehnen. Das funktioniert nicht. Deswegen ist es natürlich richtig, trotzdem regulierend einzugreifen. Ich will jetzt nicht alles wiederholen, was gefallen ist. Honoraruntergrenzen, die Lücken auch in der Erwerbsbiografie zu schließen. Ne? Das ist auch so ein Künstlersozialversicherungsthema durch Phasen, in denen man halt nicht Einnahmen erzielen konnte, wie während der Corona-Pandemie, ein ganz wichtiges Thema. Und man kann das Ganze natürlich, das ist jetzt noch nicht gefallen, stabilisieren, obwohl Herr Briller auf die Kulturministerkonferenz verwies, stabilisieren durch Gesetze. Das Land Nordrhein-Westfalen hat ja mit seinem Kulturgesetzbuch versucht, diese Honoraruntergrenzen auch gesetzlich jetzt festzuschreiben. Ob das durchsetzbar sein wird oder nicht, wird man sehen. Aber das finde ich erstmal eine sehr gute Möglichkeit, dies zu tun. Und wir sollten als Kommunen natürlich auch viel mehr Geld einstellen, um in der Lage zu sein, Ausstellungshonorare zu zahlen. Bin ich nicht in dem Maße wie Sie jetzt in Kassel, aber ich nehme das mit. Ich bin erstmal jetzt beschämt, dass Kassel das macht, als kleinere Stadt als Erfurt, und wir aber ungleich bedeutendere in Kunstfragen, gar keine Frage. Und wir das eben nicht tun. Also da muss schon was geschehen. Was heißt das für die Systemfrage und für die Transformationsprozesse? Sie haben ja gefragt, was sagt die KUPOG jetzt eigentlich zu diesem ganzen Thema? Wir sagen, dieses Wachstum der Institutionen insbesondere muss aufhören. Also wir haben doch wahnsinnig viel in den letzten Jahrzehnten zugelegt. Wir sind mit dem Kulturetat in Deutschland über alle Instanzen, ich glaube bei 13 Milliarden ungefähr jetzt angekommen. Jedes Jahr werden die Kulturetats der Beauftragten für Kultur und Medien
höher. Auch Frau Roths Etat ist abermals signifikant gestiegen. Und in den Ländern und Kommunen wird auch, da wird das meiste natürlich ausgegeben. Wir haben eine additive Kulturpolitik gepflegt, also für jedes neue Thema, für alles, was irgendwie noch zu tun war, etwas Neues hinzu. Immer mehr Museen, immer mehr freie Akteure, die wir fördern. Die meisten davon, möchte ich aber sagen, unauskömmlich. Also wir haben auch strukturelle Armut produziert oder strukturelles nicht mehr Wachstum und nicht Entfaltungsmöglichkeit. Und das ist eine eigentlich kranke Entwicklung. Wir bräuchten dringend eine konsequente Evaluation, insbesondere der großen Institutionen. Ich habe mich mit Herrn Priller im Vorfeld über die Theater und Orchester unterhalten. Ne? Das ist eine ganz wichtige, jetzt duckt er sich weg. Sie haben dazu auch geforscht. genau, ja, ist ein ganz schwieriges, ist ein schwieriges Thema. Und da ist auch zum Beispiel, wie man nur, ich habe nicht so viel Zeit, um jetzt alles anzusprechen, so einen Punkt aufgreifen aus Thüringen. Wir haben die, ich würde sagen, die dichteste Theater- und Orchesterlandschaft, das ist natürlich ein Pfund, das ist eine historische Errungenschaft, ein Erbe. Aber wie viel Innovation kommt aus Thüringen? Welche Inszenierungen fallen Ihnen jetzt ein? Keine. So, wir haben auch die sogenannten Low-Performer Erfurt und Weimar, also die sozusagen pro, das ist auch so ein schöner Begriff, die pro Mitarbeiter die höchsten Zuschüsse erlangen, die auch nur bedingt kooperieren. Wir sind 20 Kilometer auseinander, haben zwei Institutionen. Wir haben auch noch in Erfurt ein Puppentheater als eigene Institution mit Intendanz, mit Werkstätten, mit all dem. Das ist doch, wir werden jetzt live übertragen, ne? Muss ich ein bisschen aufpassen. Es ist, ich hätte jetzt fast gesagt, das ist Irrsinn, ich muss mich korrigieren, das ist problematisch. Ne? Und da muss man natürlich jetzt gucken, und das ist alles auch Geld, das uns an anderen Stellen fehlt. Also wie viel geht in die Institutionen? Wie nachhaltig ist das eigentlich? Und wenn man jetzt die nächsten Theaterfinanzierungsvereinbarungsverhandlungen sich anguckt, hat das Land uns gesagt, man wolle verhandeln über Tarife. Das ist wichtig, dass die Tarife wachsen, aber nicht über Strukturen. Und der Begriff künstlerische Qualität ist nicht einmal gefallen, gar nicht. Darum, das ist eigentlich die erste Frage, die ich stellen muss. Wofür tue ich das eigentlich? Was soll ein solcher Betrieb leisten? Und was gebe ich ihm dafür? Und wenn er es nicht leisten kann, wie schaffe ich Bedingungen, dass er es leisten kann? Und diese großen Institutionen, das beste Beispiel ist vielleicht auch das Humboldt-Forum. Ne? Da ist inzwischen ganz viel in Stein gegossen, aber es ist Beton muss man ja sagen, genau. Vorher war es Beton im Palast, im Ballast der Republik und jetzt ist es Beton als Schloss und für den Inhalt irgendwie kein Geld mehr da und die Idee war, sage ich mal, von vornherein auch etwas porös. Und das sind so die Dinge, die mich umtreiben. Das heißt, mit anderen Worten, wir können das gerne vertiefen, wir müssen aufhören zu wachsen. Das ist ein wohlfeiler Appell, den bringen jetzt viele, Harald Welzer und viele andere auch, Kultur des Aufhörens. Und die Kultur sollte da auch durchaus eine Vorbildfunktion einnehmen, wenn sie behauptet, irgendwie Speerspitze einer Bewegung zu sein, auch einer geistigen Weiterentwicklung dieser Menschheit, die sich selber gerade abschafft, dann können wir nicht genauso handeln wie an anderer Stelle. Dann müssen wir versuchen, weniger zu tun, Handlungsspielräume zu erwirtschaften. Und dann, denke ich, kann man auch in die Menschen wieder viel stärker investieren, in die Künstlerinnen und Künstler und sie natürlich auch mit Aufträgen versorgen, die gesellschaftliche Reflexion auch ermöglichen. Aber ansonsten wird es schwierig. Ja, vielen Dank erstmal. Frau Schmidt, vielleicht möchten Sie da gerne sofort drauf antworten. Ich gucke schon mal zu Ihnen so ein bisschen rüber. Wenn man das kurz zusammenfassen wollte, könnte man sagen, dass das ja auch ein bisschen in die Richtung der früheren, inzwischen schon alten Debatte des Kulturinfarkts geht. Von allem zu viel und überall das Gleiche. Frau Schmidt, würden Sie dem zustimmen? Und es braucht unbedingt immer mehr Innovation. Danke. Wenn wir über Honoraruntergrenzen zum Beispiel debattieren, das machen wir im Moment ganz viel, auch in der Kulturministerkonferenz, Arbeitsgruppe und wo wir da überall eingeladen werden, glücklicherweise, dann ist auch uns als Verbände bewusst, dass es nicht heißt, dass dann alle was kriegen, sondern dass es dazu führt, auch bei der Ausstellungsvergütung war das schon Thema, dann macht man eben statt 6 Ausstellen nur noch 4, aber es sind wenigstens alle fair vergütet. Also das war immer so der Einsatz auch für uns. Weniger, aber gerecht im Grunde genommen.
Das hängt, ich weiß nicht, ob das manchmal auch dann so eine vorausschauende Einsicht ist, dass der Topf nicht größer wird, sondern eher kleiner. Das ist uns auch sehr bewusst, weil die Bedarfe sehr hoch sind. Ich denke aber auch, dass das Kunstmachen, also wenn Sie von Wachstum sprechen, ist das natürlich in erster Linie auch ökonomisch gedacht, nehme ich an, nicht nur. Kunst hat diese sehr philosophische Seite und ich bin ja der Auffassung, dass Kunst, auch Kunst, wenn man jetzt auch noch den Qualitätsbegriff reinbringt, die als schlechte Kunst eingeschätzt wird, auch die hat eine Funktion und ich finde die unheimlich wichtig, dass man sich damit auseinandersetzt. Deshalb bin ich eher ein Fürsprecher für eine sehr vielfältige und breite Kunst mit vielen Möglichkeiten und vielen Chancen für möglichst viele, aber trotzdem unter fairen Lebens- und Arbeitsbedingungen. Ist natürlich was, wo Sie sagen, das geht nicht. Ja. Also das wäre einzig, das wäre so mein Bild, weil ich der Überzeugung bin, dass die Kunst in der Gesellschaft gemacht werden muss. Die muss einfach da sein. Und ja, ich möchte auf das Thema systemrelevant zurückkommen und da finde ich, ergeben sich für mich so drei Perspektiven, wie man die Thematik betrachten kann. Das eine ist, dass ich sage, Kunst muss sich verkaufen, wir haben einen Kunstmarkt, Künstler müssen sich über den Verkauf ihrer Werke finanzieren, das wäre die erste Sache. Die zweite Sache, die wir vielleicht hier ein bisschen diskutiert haben, das wäre die Sache, dass es Künstlern schlecht geht und sie Unterstützung brauchen, sie unter sozialpolitischem Gesichtspunkt hier eine Unterstützung brauchen. Was ich sehen würde als dritte Perspektive, was Sie auch schon gesagt haben, dass die Gesellschaft Kunst braucht und wir vielleicht auch einen völlig neuen Stellenwert hier anstreben müssen. Schauen wir uns das an. Die Kirchen verlieren jährlich 200.000-300.000 Mitglieder. Wertebildung über Kirchen verliert an Bedeutung. Viele andere Bereiche, die für Wertebildung eine Rolle gespielt haben, gehen ebenfalls verloren. Wäre nicht die Kunst ein Bereich, der hier stärker einspringen müsste und in der Gesellschaft mehr bringen muss? Das würde bedeuten, dass wir aber auch die Kunst in ganz anderen Künstlerinnen und Künstlern ganz anderen Stellenwert geben müssen. Beim Theater akzeptieren wir das teilweise. Da sind die festen Strukturen vorhanden. Brauchen wir nicht auch für die anderen Bereiche solche Strukturen, die eine gewisse Sicherheit bringen und zukünftig dann auch ja nicht nur von diesem Bittsteller und den kleineren Unterstützungsleistungen leben, sondern dass man hier andere Formen der Sicherung schafft. Ich könnte die auch nicht nennen. In der Umfrage wurde beispielsweise von den Befragten sehr das bedingungslose Grundeinkommen präferiert. Es gibt vielleicht andere Formen, weiß ich nicht, aber müsste man nicht in diese Richtung stärker denken, dass man hier vielleicht auch neue Formen findet, wie die Kunst in die Gesellschaft eingebunden wird, aber auch wie die Künstlerinnen und Künstler dann finanziert unterstützt werden. Ja, also die große sozialpolitische Debatte über das BGE wollen wir jetzt hier erstmal nicht eröffnen, aber ich würde erstmal an Frau Völker weitergeben und dann Herr Knoblich. Also die Frage nach dem Wachstum ist eine berechtigte, einfach weil Ressourcen endlich sind. Also das ist einfach ein Faktor, mit dem man umgehen muss. Und dann stellt sich natürlich die Frage danach, wie setzt man die Ressourcen ein? Und heißt das Stagnation, heißt das Schrumpfung, heißt das Priorisierung? Was heißt das konkret? Und ich bin über den Prozess einer Kulturkonzeption, den wir hier hatten, wirklich großer Fan geworden von partizipativen Priorisierungsprozessen. Wir haben 2017/18 eine Kulturkonzeption entwickelt mit mehreren hundert Beteiligten aus den Institutionen, aus den freien Szenen, alle, die sich dem Kulturbereich
verbunden, zugehörig oder nah fühlten, konnten sich daran beteiligen. Und die ist dann, diese Konzeption ist dann 2018 mit breiter Mehrheit von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen worden. Es gab nur eine Fraktion, die nicht mitgemacht hat, da kann man sich leicht vorstellen, welche, weil die einfach subventionierte Kunst generell ablehnt. Und das ist, ist etwas, was jetzt auch in der Folge breit getragen wird. Also auch die Künstlerhonorare waren Teil des Konzeptes dieser Kulturkonzeption Kassel 2030, also wirklich auch auf Perspektive. Und die hatte jetzt für uns und hat jetzt für uns in dieser Zeit einen starken Fokus auf den freien Szenen und einen starken Fokus auf dem Zeitgenössischen. Kassel ist eine Stadt des Zeitgenössischen, nicht nur während der Documenta, sondern auch darüber hinaus. Wir haben sehr zeitgenössisch arbeitendes Staatstheater, wir haben starken zeitgenössischen Tanz und durch diese Stärkung dieser Bereiche siedeln sich diese Bereiche jetzt auch stärker in Kassel an. Also eine Schule für zeitgenössischen Bühnentanz hat sich stabilisiert. Die Absolventinnen bleiben jetzt in Kassel. Dafür sind andere, die zum Beispiel klassisches Ballett machen oder machen wollen, in Kassel nicht so gut aufgehoben. Die würden dann eher woanders hingehen. Und es müssen ja auch nicht alle Städte mit dem gleichen Profil unterwegs sein, sondern es können ja in unterschiedlichen lokalräumlichen Strukturen unterschiedliche Dinge stark wachsen oder eben nicht so stark wachsen über diese konzeptgesteuerten kulturpolitischen und kulturwirtschaftlichen Entscheidungen. Und das halte ich schon für ein probates Mittel, wobei ich insgesamt den Wachstumsgedanken an der Stelle noch nicht ganz aufgeben wollen würde, weil wir einfach mit der Freiheit der Kunst ja uns auch irgendwie verpflichten, Entfaltungsmöglichkeiten grundsätzlich zur Verfügung zu halten. Und insofern wird es immer auch prekäre Rahmenbedingungen geben, nämlich da, wo das nicht so richtig in Priorisierungen der öffentlichen Förderung hineinfällt oder sich nicht selber tragen kann oder. Also es ist dann einfach mit bestimmten Risiken auch verbunden. Aber Rahmenbedingungen zu schaffen, die eine klare Erkennbarkeit zulassen, wo die Prioritäten liegen und damit eine Transparenz und ein Stück weit auch eine Verbindlichkeit, dann ist etwas, was ich jetzt hier in den letzten Jahren in der Arbeit auch sehr zu schätzen gelernt habe, weil es eine gegenseitige Verbindlichkeit ist. Dann hake ich da kurz ein. Also wir haben den Vergleich mit dem Theater gerade gehabt. Dort gibt es natürlich feste Strukturen und da gibt es dann Engagements. Wobei man aber nicht vergessen darf, denke ich, dass auch diese Leute zwischen zwei Engagements einfach zum Arbeitsamt gehen müssen. Aber die festen Strukturen sind natürlich so, die haben wir im Kunstbereich nicht. Im Kunstbereich haben wir eben, ich bemühe mich um ein Stipendium und wenn ich Glück habe, kann ich für 3 Monate, 5 Monate, 6 Monate, wenn ich ganz viel Glück habe, ein Jahr frei arbeiten an irgendeinem Ort, wo ich mein Atelier gestellt bekomme, wo ich aber meine Lebenskosten halt, die anderen Kosten selber tragen muss. Also die Strukturen sind noch deutlich anders in der freien Szene. Viele Künstlerinnen und Künstler wollen natürlich auch kein festes Engagement haben, wo sie sich dann nach irgendetwas richten müssten oder so. Dafür ist die Freiheit der Kunst dann wieder zu hoch. Im Theaterbereich habe ich einen Regisseur, der mir einige Sachen vorgibt, wo ich halt nicht frei arbeiten kann in dem Sinne, sondern eben nur schauspielerisch tätig bin. Muss vorsichtig sein. genau, eben. Nein, aber es wäre natürlich schön, wenn man sagen könnte, okay, es gibt Künstlerhäuser, es gibt in der Stadt Bremen ein Künstlerhaus, in dem man arbeiten kann für einen längeren Zeitraum und es gibt eben die Möglichkeit, dort eben ohne dieses völlig in der Luft hängen weiterzuarbeiten. Man hat sich inzwischen daran gewöhnt als Künstler, als Künstlerin, dass man eben seinen Lebensunterhalt mit anderen Dingen finanziert und eben die Kunst sozusagen in seiner sogenannten Freizeit macht, auch wenn es eigentlich der Hauptberuf ist. Und das ist eben vielleicht das Problem. Wenn der Markt etwas regelt, wie wir es im Moment haben, dann regelt er es eben so, dass wir eine ganz kleine Schicht von sehr Gutverdienenden haben, eine Mittelschicht, die sehr dünn ist, die gerade so Auskommen haben und die anderen sehen eben zu, wie sie klarkommen. Das ist leider so, ja.
Ich fand Ihren Hinweis auf den Kulturinfarkt ganz interessant. Das getraut man sich ja gar nicht anzusprechen. Aber dort ging es genau darum, eigentlich neben vielen Überzeichnungen und das völlig überzogenen Zuspitzung, darum eigentlich auch Spielräume für Kunst wieder zu eröffnen. Das war eine der sozusagen Schlussfolgerungen, worum es dort gehen sollte, warum man eigentlich sich von Dingen trennen will. Und ich bin ganz bei meiner Kollegin, Frau Völker. Wir brauchen eine konzeptbasierte Kulturpolitik, das tragen wir ja auch wie so ein Mantra vor uns her, damit man die Dinge eben auch für Leute tut, die sich dafür interessieren, für welche, die tatsächlich auch gesellschaftliche Beiträge erbringen, für Dinge, die irgendwie eine Nachfrage auch haben, jetzt nicht im ganz klassischen Marktsinne, sondern also es muss ein Anregungsmilieu auch geben. Denn es gibt auch etliche Akteure, mir begegnet das deutschlandweit immer wieder, die so selbstreferenziell und nur mit sich selbst beschäftigt sind, wo ich sage, also muss die öffentliche Hand eigentlich nicht unbedingt fördern. Also das ist so ein Punkt, man muss da viel stärker ins Selbstgespräch eintreten. Das halte ich für eine demokratische Gesellschaft für sehr wichtig und vielleicht auch für was Heilsames, dass man das stärker rückkoppelt. Das klingt jetzt auch so ein bisschen wohlfeil, ne? Man muss drüber reden und dann setzt man Schwerpunkte und so weiter. Aber das ist die Königsdisziplin, denn wir erleben es doch im kommunalen Alltag immer wieder, dass alle am Anfang sagen, ja schön, Partizipation und dann müssen wir Schwerpunkte setzen. Und dann will keiner sagen, das muss aufhören oder hier wollen wir was Neues unterstützen und das dafür nicht mehr. Das ist doch dann die Gretchenfrage oder der wunde Punkt, wo man dann sagen muss, da gehört auch eine Entscheidungsmacht oder ein Entscheidungsmut dazu, dass man sich auch für etwas oder gegen etwas entscheidet. Und das finde ich in unserer Gesellschaft inzwischen so unmöglich, dass durch diese starken Individualisierungstendenzen, durch diese ins schon fast ins Absurde getriebene Awareness, so wie ich will diesen Begriff mal bewusst benutzen, ja, man gar keinem mehr wehtun will. Ne? Es muss alles seine Berechtigung haben. Ich höre dann immer in den Entscheidungsrunden, ja, dem müssen wir doch auch was geben und so, als sei das ein Almosen, als sei das irgendwas, was man mal, ne, damit jeder irgendwas hat. Und dann geht es wieder los, dann wird wieder abgesenkt, dass es für alle reicht. Und ich denke, eine Qualitätsdebatte ist ganz wichtig. Und Qualität kann Verschiedenes heißen. Es kann auch ein experimenteller Raum sein. Also nicht nur gute Kunst, sondern es kann auch was sein, was überhaupt keinen hohen künstlerischen Anspruch hat, aber vielleicht eine kommunikative Qualität oder bestimmte Menschen miteinander in Beziehung setzt. Aber das muss eine gute Kulturpolitik austarieren. Und dann müssen wir uns immer wieder klar machen, dass wir so viel machen können. Deswegen bin ich gegen das weitere Wachstum, hängt mit dem unermesslichen Reichtum unserer Gesellschaft zusammen. Mit diesem Reichtum, mit dieser Wertschöpfung ist diese Kulisse gewachsen. Und wir müssen gucken, dass wir ein Maß finden, dass wir auch in schrumpfenden, in Krisenzeiten in der Lage sind, das Wesentliche zu erfüllen. Das ist dann die so eine Systemrelevanz. Ich tue mich mit dem Begriff auch ein bisschen schwer. Was ist eigentlich Systemrelevanz? Aber ich würde mal sagen, mit der Möglichkeit, in dem System eine Relevanz zu entwickeln. Mit dieser Möglichkeit muss man immer arbeiten und sich Entfaltungsräume geben. Und da braucht es eine starke Kulturpolitik, die Ja und auch Nein sagt. Sonst ist sie Larifari. Hätte ich noch eine kleine Nachfrage vielleicht dazu, wenn es um Wachstum geht oder weniger Wachstum, würden Sie sagen, dass das jetzt alle Bereiche betreffen soll? Also wenn man jetzt sagt, die freie Szene muss auch schrumpfen oder meinen Sie eher, dass auch die großen öffentlichen Kultureinrichtungen da vor allem vielleicht in der Verantwortung sind? Also vor allem die Institutionen. Ne? Also die freie Szene hat mitunter nicht viel zu schrumpfen. Genau, da gibt es Einzelfälle, wo man auch sagt, meine Güte, womit beschäftigen die sich eigentlich die ganze Zeit, die auch so ein bisschen entkoppelt sind, einmal ins System reingekommen, immer gefördert, nie hinterfragt und am Ende machen die auch Dinge, die dem ursprünglichen Förderanliegen gar nicht mehr gerecht werden. Das finde ich auch problematisch. Aber im Wesentlichen sind es doch die Institutionen, die wir hinterfragen sollten, die man vielleicht auch verändern muss. Und ich sage es immer gerne, habe ich jetzt auf der Tagung auch mal gesagt, wenn ich 5 Museen in einer Stadt habe, eine fiktive Stadt, es ist jetzt nicht Erfurt, auch nicht Kassel, und alle 5 humpeln, also ne, haben unterschiedliche Themen, die problematisch sind, Häuser, Infrastrukturen, die nicht funktionieren. Und vielleicht auch noch Themen wie heutzutage so Volkskunde, ist auch sowas. Ne? Das gelingt gelegentlich zu transformieren. Gelegentlich trägt man es weiter so, wenn man sagt, es war ja irgendwie immer schon da und was soll man denn machen. Dann habe ich lieber 2 statt 5, aber die dann halt gut funktionieren. Und dann also mal die Scheu zu verlieren, Inhalte neu zu setzen, Häuser vielleicht also aufzugeben, nicht die Themen, nicht das Kulturgut, aber es neu zu organisieren und mal vom Kulturgut, vom Narrativ her auch zu denken und nicht von den Hütten, so wie sie immer schon dastehen, weil sie nun gerade auch in historischen Gebäuden sich befinden. Also diese Schlacke der Institutionen rauszunehmen, das wäre meines Erachtens eine ganz wichtige Aufgabe, die man sensibel und auch wertschätzend machen muss. Das heißt ja nicht, dass die Häuser schon immer schlecht waren, aber vielleicht haben sich die Rahmenbedingungen geändert. Da muss man, glaube ich, ran.
Gut, danke. Mit Blick auf die Zeit würde ich jetzt erstmal vielleicht, weil wir jetzt auch so mit zwei Runden rum sind, ins Publikum gucken, ob da noch Fragen sind. Da würde ich die Diskussion jetzt einfach mal eröffnen wollen und auch das Wort hier nach vorne geben wollen. Bitte. Ich bringe Ihnen gleich mal das Mikrofon. Danke. Also ich würde nur was ergänzen wollen aus der Perspektive der Literatur. Und einmal, das ist ganz vergleichbar. Die allermeisten Personen, die sich selbst als Schriftstellerin oder Schriftsteller definieren wollen, können nicht von ihrer Arbeit leben. Das ist auch so eine ungefähre Zahl, ist immer schwierig, die empirischen Untersuchungen, so von 70-80%. Etwa weitere 20% können von ihrer Arbeit leben, aber nur die allerwenigsten können vom Verkauf ihrer Bücher leben. Und diese 20%, die davon leben können, tun das durch Preise, Stipendien, Vorträge, Lesungen etc. Und da fließen ganz, ganz, ganz viele öffentliche Mittel auch rein in dieses System. Also das ist durchaus vergleichbar. Wenn man sich aber jetzt anguckt, dieses und auch andere Faktoren, was ist der Output? Und da kann man nur feststellen, dass weltweit gesehen, in welcher Sprache erscheinen die meisten unterschiedlichen Buchtitel pro Jahr? Und die erscheinen natürlich in Englisch, in der meistverbreitetsten Sprache der Welt, mit also einer großen Anzahl, hunderte von Millionen Erstsprechern. Aber die zweitgrößte Anzahl mit nur wenig weniger erscheint auf Deutsch. Das bei einer Bevölkerung von 83 Millionen Menschen. Wie kann das sein? Und das ist eben eine Folge unserer Geschichte, des Verlagswesens, des Föderalismus und eben auch der öffentlichen Förderung. Also das muss man nicht als ein Qualitätskriterium sehen, könnte man aber sehen für die Bedeutung einer Kulturproduktion. Und daran kann man das ganz deutlich dann erkennen. Ja, vielen Dank. Ich weiß nicht, ob es darauf jemand antworten möchte, auf den Einwurf. Ich glaube, zumindest sagen zu können, was das Thema Buch angeht, sind wir ja auch das Land, in dem der Buchdruck soweit erfunden wurde und dass da natürlich auch noch ein Hintergrund ist, dass hier natürlich viele Bücher erscheinen, auch in Deutsch. Gibt es noch weitere Fragen aus dem Publikum? Qualität wurde ja jetzt auch öfter erwähnt. Ach so, Entschuldigung. Der Begriff Qualität fiel ja häufig bei Ihnen. Wie misst man Qualität in der Kunst? Ja, das ist eine schöne Frage. Da kann man aus der bildenden Kunst sicherlich auch was dazu sagen. Da arbeitet man in der Regel mit Juries, ne, dass man mit Sachverständigen sich auseinandersetzt. Es kann aber auch eine Qualität sein, wenn es zum Beispiel um gemeinwesenorientierte Kulturarbeit geht, dass man die Leute selber fragt, die es betrifft, in den Ortsteilen, die Leute auf der Straße. Also das sind die Expertinnen des Alltags. Ne? Es kommt immer drauf an. Also ich würde schon mal sagen, das Referenzsystem der jeweiligen Sparte ist da gefragt. In der Literatur haben wir ja auch Beiräte, wenn es um Literaturförderung geht, dass man da guckt, was ist das für eine Güte. Und das fand ich bei Ihnen auch nochmal interessant, wenn ich da noch kurz reagieren darf. Die Vielfalt alleine macht es halt nicht. Sondern sie muss irgendwie, also sie, ne, sie es hat eine historische Ursache und hat auch was mit dieser Zersplitterung Deutschlands zu tun, die dem Föderalismus irgendwie auch dialektisch aufgehoben ist, wenn man so will. Hat was mit dem Bürgertum zu tun, das sich über Kunst und Kultur Ersatz emanzipiert hat, wo es politisch keinen Einfluss hatte. Da leben wir ja heute noch davon. Also viele Einrichtungen sind ja vom Bürgertum zur öffentlichen Hand gekommen, die hat das übernommen. Und dann ist es eben wichtig, wie man es weiter tradiert. Also macht man das als was Lebendiges und versucht sich zu fokussieren. Da kann man eben auch mal was zusammenlegen, mal ein bisschen was bündeln, damit es funktioniert. Oder trägt man sozusagen, das Bild von der Asche und dem Feuer kennen wir alle, ne? Also trägt man die Asche der Vergangenheit vor sich her und sagt, das war mal relevant. Dann wäre es falsch. Also ich denke, Qualität ist eine Sache von Beiräten, von Experten, aber auch eine kommunikative Qualität, dass man sich auf was verständigt. Und da kann es ganz unterschiedliche Kriterien geben. Inzwischen gibt es ja ganz viele Evaluationen, auch im Kulturbereich. Es gibt eine Deutsche Gesellschaft für Evaluationen, die da auch mit Kulturevaluation sich näher auseinandersetzt. Muss man Kriterien gemeinsam entwickeln? Da sind die Kulturverwaltungen eben auch wieder gefragt mit ihren Netzwerkpartnern und Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. So in die Richtung würde ich das beantworten.
Ich würde vielleicht zum Thema Qualität noch einwerfen, dass ich das als Künstler natürlich einen sehr relativ schwierigen Ausdruck finde und auf der einen Seite eben sage, wenn das für den Betrachter eine Qualität hat, dann hat es absolut seine Berechtigung und da ist eben jeder komplett anders. Also es ist eine unheimlich subjektive Herangehensweise. Aus der Lehrtätigkeit kann ich natürlich sagen, okay, es gibt bestimmte Faktoren und bestimmte Herangehensweisen in der Lehre, wo man eben sagt, okay, da sind wir jetzt über bestimmte Sachen, das Ergebnis kann trivial sein, aber über bestimmte Sachen sind wir zu einer gewissen Qualität gekommen. Und auch da ist es wieder sehr subjektiv. Wenn ich als Lehrender da stehe und sage, tut mir leid, damit kann ich gar nichts anfangen, kann der Nachbarprofessor eben sagen, nee, wunderbar, ich weiß genau, worum es geht. Für mich hat das eine unheimliche Qualität. Also ich glaube, wir kommen mit dem Qualitätsbericht in der Begriff in der freien Kunst nicht wirklich weiter. Ich glaube, Relevanz ist da ein besserer Begriff. Und Relevanz hat ganz stark was damit zu tun, ob es sichtbar ist. Und ich glaube, da sind wir wieder bei unserer Förderung und bei unserer bei den Möglichkeiten, die auch der Staat oder eben die Kulturförderung hat, indem sie Sachen sichtbar macht, Ausstellungsmöglichkeiten schafft, die natürlich auch wieder einem privaten, persönlichen Qualitätsbegriff genügen müssen, nämlich von dem, der diese Ausstellung dann einrichtet und eben sagt, okay, diese Kunstwerke, diese Künstler möchte ich vertreten sehen. Aber eher die Relevanz ist dann wichtig, wenn man sagt, okay, wir machen überhaupt etwas sichtbar. Also jede Stadt hat irgendwo einen Ausstellungsraum, den sie öffnet für Studierende, für Abgeschlossene, jenseits von Sparkassenfoyers und Ähnlichem, um das einfach den Leuten die Möglichkeit zu geben, okay, wir testen das, wie funktioniert es in der Öffentlichkeit, weil wenn die Kunst nicht gesehen wird, braucht sie auch keiner machen. Es ist wunderbar, wenn ich in meinem Kämmerlein ganz tolle Arbeiten mache, wenn sie keiner sieht, haben sie keine Relevanz und damit auch keine Qualität. Also das ist, glaube ich, eher das Problem, dass wir da den Weg finden müssen und das eben auch auszuloten. Wenn viele Leute sich angesprochen fühlen, dann sind wir der Qualität durch die Relevanz eben schon etwas näher. Aber ich glaube, da kann natürlich auch städtische, staatliche Stellen können da eingreifen, indem sie eben Möglichkeiten für bildende Künstlerinnen und Künstler schaffen, auszustellen. Und eben nicht nur Leuchtturmprojekte, wo die alten Meister sind, immer weiter auszubauen. Die haben absolut ihre Berechtigung. Aber eben vielleicht das Geld auch wieder ein bisschen weiter zu verteilen. Also Kriterien für das jeweilige Anliegen, das macht es, glaube ich, ne? Wenn man das sagt, man braucht immer Kriterien. Das können qualitative sein, wenn ich eine bestimmte Sache um ihrer selbst willen voranbringen will, also eine künstlerische Qualität. Das kann aber auch das Kriterium der Nachwuchsförderung sein oder das Kriterium, bestimmten Akteuren eine Plattform geben zu wollen. Das sind immer Kriterien und so kriteriengeleitet muss man Kulturpolitik machen, sonst wird es Willkür. Danke, ich glaube hier Frau Schmidt wollte noch mal kurz. Nur ganz kurz. Es gibt noch einen Aspekt bei der Qualität. Natürlich gibt es Expertengremien und Leute, die vorgeblich alles bestimmen können. Es gibt aber auch noch einen ganz großen Zeitfaktor. Das heißt, Dinge werden in einem bestimmten Zeitfenster eingeschätzt und vielleicht in einem anderen, viel späteren ganz anders. Das ist ja auch immer bei der gerade bildenden Kunst, man wird vielleicht später berühmt, so diese große Aussicht, das vielleicht nach posthum oder so, klappt es dann doch noch, weshalb man dann auch weiterarbeitet. Aber ich finde das ein nicht zu verachtenden Aspekt, weil andere Generationen wieder anders gucken. Insofern finde ich es schwierig zu sagen, die Kulturpolitik muss da jetzt mit ganz strengen Kriterien drangehen und es wird nur noch das gemacht, was jetzt relevant ist. Das fände ich zu schmal. Das fände ich auch nicht perspektivisch sinnvoll. Also ich fand das ein tolles Beispiel aus der Literatur, wenn ich wusste das nicht, dass die deutschsprachige Literatur schon auf dem zweiten Platz aller Veröffentlichungen weltweit ist. Das ist der Hammer. Und was das eigentlich für einen Schatz darstellt, das macht uns Menschen ja aus. Das ist die Kultur. Und deshalb finde ich auch eine Vielfalt total wichtig, selbst wenn dann nicht jedes Ding ein Bestseller werden kann, logischerweise. Trotzdem wird es ein bisschen esoterisch irgendwelche Vibrationen erzeugen und wenn es individuell nur wahrgenommen oder nur von zwei Leuten gelesen wird, die dann sagen, Mensch, hast du toll geschrieben oder mach mal weiter. Selbst dann finde ich das für die Gesellschaft einen ziemlich hohen Wert, auf den ich ungern verzichten wollte. Ja,
Ja, da wollte ich nur die Ergänzung noch zu nachliefern. Also diese Feststellung, dass es die meisten Titel sind, die meisten verschiedenen Titel, ist nicht ein quantitatives, sondern ein qualitatives Kriterium, weil jedes Buch hat eine andere Meinung, sei es die aus einem wissenschaftlichen, aus einem literarischen oder aus dem sogenannten Sachbuchspektrum. Und allein, dass es so viele verschiedene Bücher sind, zeigt die Meinungsvielheit und das Spektrum auch der Publikationsmöglichkeit in dieser Sprache. Und das ist auch ein qualitatives Kriterium. Ja, danke. Jetzt wollte Frau Völker noch etwas sagen. Vielen Dank. Also auch wenn die Frage eine sehr schwierige ist, bin ich sehr dankbar für die Frage nach der Qualität, weil eins ist mal sehr deutlich geworden, Marktkonformität und Kosteneffizienz sind es schon mal nicht. Und die Frage nach den Kriterien finde ich auch eine überaus berechtigte, also Kriterien zu definieren. Und natürlich kann das Kriterium nicht sein, Relevanz im jetzt tagesaktuellen Kontext. Aber so Dinge wie Vielfalt, Ansprache unterschiedlicher Menschen mit unterschiedlichen Überzeugungen oder unterschiedlichen Kontexten, aus denen sie kommen, Das sind durchaus alles Kriterien, über die man sehr ernsthaft nachdenken muss. Und eine künstlerische Qualität kann man sicherlich über Juryentscheidungen von Expertenjurys zusammensetzen. Dann stellt sich als nächstes die Frage, welche Qualität hat die Jury, wie ist die Jury zusammengesetzt und wer entscheidet über die Juryzusammensetzung. Also das sind ja Folgeentscheidungen, das sind ja Kaskaden, die da durchlaufen. Insofern ist es ohnehin immer nur eine möglichst gut informierte und möglichst gut gemachte Näherung an etwas. Und das tut man aus einer bestimmten Haltung heraus. Und deswegen glaube ich, ist Haltung ein ganz wichtiger Begriff in der Frage nach der Qualität. Mit welcher Haltung nähere ich mich denn der bildenden Kunst, dem Theater, dem zeitgenössischen, dem historischen und so weiter. Und das sind wiederum dann Aushandlungsprozesse, weil sich da Menschen unterschiedlicher Haltungen begegnen. Und damit ist Qualität auf der einen Seite was Grunddemokratisches, weil es einfach ausverhandelt wird. Es gibt die Abstimmung mit den Füßen, wenn keiner kommt auf Dauer, wird schwierig, Qualität zu belegen, selbst wenn es inhaltlich vielleicht ganz hervorragend ist. Und dann gibt es Expertise. Das heißt, wenn das Publikum ausbleibt und es ist aber wirklich richtig gut, dann ist es unterstützenswert und dann ist es gut, dass es da ist und dann hat es seine Relevanz. Und insofern hilft da nur, sich darüber zu verständigen, weil die Perspektiven so unterschiedlich sind. Und diese Verständigung über Qualität ist, glaube ich, ein ganz wesentliches Qualitätsmerkmal. Ja, danke. Weitere Fragen? Da hinten noch einmal. Also was Sie auch am Anfang in Ihrem Statement gesagt haben, war mir erstmal plausibel von den Bereichen. Das heißt, Kunst muss sich auch einem Markt stellen. Ich glaube, das war eine sehr deutliche Aussage, die auch nicht widersprochen wurde, der nicht widersprochen wurde. Das Zweite, für eine demokratische und soziale Gesellschaft gehört es sicher, dass alle eine Grundsicherung haben. Also egal, was man tut, ne? Also wenn man vor allen Dingen Rechtes tut oder nichts Illegales tut, dann, oder ich meine, grundsätzlich hat jeder Mensch ein Anrecht auf eine Grundsicherung. Die Frage ist jetzt, wo definiert man die, wo setzt man da den Level an, wie viel Bürokratie, wie viel vielleicht auch Diskriminierung geht damit einher, also sollte ja eigentlich ein diskriminierungsfreier Zugang sein. Und das Dritte, das wurde mir deutlich, wir haben Staatstheater, wir haben Musikorchester, die wahrscheinlich relativ gut gefördert sind. Wir haben Museen, in denen der Kanon der Kunst auch gut bezahlt, subventioniert, ausgestellt wird. Wir haben offenbar in Deutschland aufgrund bestimmter historischer, traditioneller Dinge einen guten Literaturmarkt, ne, der durch die vielen Veröffentlichungen auch sich charakterisiert. Wie ist das jetzt eigentlich in der Malerei, in Skulpturen, Performances und so weiter? Fühlen Sie sich da irgendwie als Sektor benachteiligt oder sehen Sie sich da auf Augenhöhe mit der Musik in Deutschland, mit der Literatur in Deutschland? Würde mich einfach mal interessieren. Herr Göbel, das müssen Sie beantworten. Ja, oder die Kollegin muss es auch noch beantworten, denke ich. Also das Problem ist ja, wenn man es anders kennengelernt hat, fühlt man sich danach dann entweder benachteiligt oder bevorzugt. Ich kenne es nicht anders. Also das ist tatsächlich so die Sache. Und wenn man Vergleiche ziehen möchte, so ist es, glaube ich, in der Musik, popmusikalisch oder ähnlich,
wahrscheinlich genauso, dass man eben um Ausstellungsmöglichkeiten, um Auftrittsmöglichkeiten ringt und eben sagt, was mir tatsächlich sehr lange Zeit in der Vergangenheit sauer aufgestoßen ist, dass eben klar war, wenn man selber auch in Jurys gesessen hat, die musikalischen Auftritte, die zur Eröffnung der Ausstellung dort engagiert wurden, wurden selbstverständlich bezahlt. Der Künstler selber soll doch froh sein, dass er ausstellen darf. Und das war eine Benachteiligung, die ich tatsächlich in mehreren Jurys irgendwann gesagt habe, Leute, das wisst ihr eigentlich, was ihr da gerade tut? Wir wollen doch eigentlich die Ausstellung haben. Ja, aber der Musiker muss ja dafür üben und der muss ja kommen und der bietet uns ja was. Und ja, und die anderen dekorieren uns die Räume oder was ist? Also das war tatsächlich eine Sache, wo ich tatsächlich eine Benachteiligung in dem Fall, die ich extrem fand, weil das so selbstverständlich in der Gesellschaft war. Der Künstler hat in seinem Atelier zu sitzen und hat zu arbeiten und wenn er Glück hat, darf er ausstellen. Und die Musiker, die wir haben wollen, damit sie uns was vorspielen, die müssen wir natürlich für den Auftritt bezahlen. Und daraus kann ich schon nachvollziehen, dass diese Frage kommt. Auf der anderen Seite, wie gesagt, wir kennen es nicht anders als Künstler. Wir sind dankbar, dass die Stadt Kassel uns Ausstellungshonorare ermöglicht oder den Institutionen das ermöglicht. Und ja, auf der anderen Seite weiß man, dass man kämpfen muss. Ja, das ist leider so. Aber vielleicht vom BBK noch. Ja, wenn der BBK noch was dazu sagen möchte, gerne. Ja, gerne, ich kann es kurz machen. Also ich lerne jetzt bei der Erarbeitung der Honoraruntergrenzen ganz viel, vor allen Dingen aus den anderen Branchen. Und da habe ich auch gelernt, dass es in der Musik und ich glaube auch im Schauspiel so eine Art Ruhephasen gibt, die mitbezahlt werden. Sowas kenne ich natürlich aus der bildenden Kunst überhaupt nicht. Da hat man ja Ruhe, wenn man im Atelier sitzt wahrscheinlich, ich weiß es nicht. Also ganz ungewöhnlich. Und zu den Verkaufsmöglichkeiten, es gibt in Deutschland etwa 700 Galerien. Davon gibt es auch ganz wenige, die richtig gut verkaufen. Spitzengalerien sind und auch im weltweiten Markt sind. Der deutsche Kunsthandel klagt auch immer darüber, dass er international wenig marktfähig ist. Das hängt auch mit der Umsatzsteuer jetzt zusammen und noch mit anderen Bedingungen. Und es gibt in Deutschland, also die Zahlen differieren so ein bisschen, man weiß ja nicht genau, wie man zählen soll, aber mindestens, also gut 30.000 bildende Künstlerinnen und Künstler, davon kann man an sich schon ausgehen. 600 Galerien oder 700 Galerien dagegen ist natürlich klar, dass nicht jeder Künstler dann über diesen Weg seine Bilder verkauft. Zum Glück gibt es noch andere Möglichkeiten. Jetzt müssen Sie uns noch verraten, wie weit eigentlich die Diskussion um die Honorargrenzen eigentlich schon fortgeschritten ist, weil das gab es ja, diese Diskussion gibt es ja schon länger. Also ich glaube, das hat ja schon mit Andrea Nahles damals angefangen, wo sie Arbeitsministerin war, weil sie auch den privaten Background da ein bisschen hatte. Und ich glaube, jetzt ist das ja inzwischen doch auch bis auf die Bundesebene vorgedrungen, dass da was passieren muss. Ich glaube, der Hamburger Kultursenator Carsten Proster hat sich da auch sehr engagiert. Er hat auch noch eine Auftragslosenversicherung gefordert gehabt. Aber vielleicht können Sie uns da mal einen Einblick gewähren in den aktuellen Stand. Ja, ist auftragslos ist interessant. Es gibt auch noch den Begriff Einkommenslosen oder honorarfreie Phasen. Also da gibt es noch ganz verschiedene Begriffe. Es ist noch nicht ganz auf der Bundesebene angekommen, nur insoweit, dass die Kulturministerkonferenz ist ja die Verbindung der Kulturminister der Bundesländer und auf Initiative von Frau Pfeiffer-Pönsken aus NRW, die ja auch in NRW wahnsinnig für die Künstlerinnen und Künstler gekämpft hat, mit ihren ganzen Erfahrungen, Kulturfördergesetz, hat sie das in dieses Gremium getragen und dort einige Mitstreiter gefunden. Wir diskutieren, also wir als Verbände sind wir einbezogen in mehrfachen Fachgesprächen jetzt gewesen, um unsere Erfahrungen einzubringen und unsere Rechenmodelle oder um sich möglichst branchenübergreifend einfach erschließbares Modell zu entwickeln, was auch in der Verwaltung gut funktionieren könnte. Es gibt noch viele Ideen, die noch offen sind, die Diskussion läuft. Es ist unklar, inwieweit es gelingen wird, in der Kulturministerkonferenz dann wirklich auch die Bundesländer, die das sehr kritisch sehen, und davon gibt es, glaube ich, einige. Ich komme jetzt aus Niedersachsen, ist ja auch so ein Land, was lieber Leuchtturmkunst auch fördert als Breite. Da gibt es sicherlich einigen Gesprächsbedarf, das wird man sehen. Die Bundeskulturministerin, also Frau Roth, ist
sehr offen. Sie kommt ja auch aus der Musikbranche, sie kennt die Kämpfe, die die Künstler machen müssen, das dann auch auf Bundesebene weiter zu diskutieren. Der Bund selbst ist ja einer, der nicht so viel fördert. Die Kommunen sind ja da einsame Spitzenreiter mit über 70% der Kunst- und Kulturförderung bundesweit. Da muss es letztendlich umgesetzt werden und da wird es auch die größten Knackpunkte geben, weil es muss ja am Ende irgendwie finanzierbar bleiben und da geht es um Gespräche, inwieweit da die einzelnen Ebenen sich auch einbringen können dann. Das ist dann die Umsetzungsphase. Also es ist noch viel Bewegung drin, einige Unsicherheiten, aber viel Energie auf jeden Fall. Und das habe ich so in den letzten Jahren, ich mache es noch nicht so ganz lange, aber die letzten 5, 6 noch nicht so intensiv kennengelernt. Und das ist extrem gut. Ja, vielen Dank. Ich gebe nochmal weiter. Nur einen Satz dazu. Genau, das ist der Punkt. Auf Bundesebene oder auf Länderebene wird viel gemacht. Und die Kommunen haben dann gelegentlich auch Angst davor, weil das Geld kommt halt nicht mit. Ne? Das ist immer das berühmte Konnexitätsprinzip. Es werden ganz viele Gesetze verabschiedet, deswegen gibt es da immer eine gewisse Skepsis. Und am Ende müssen es andere zahlen, müssen sich danach richten. Und dann werden die Haushalte belastet. Man muss auf andere Dinge dann irgendwo verzichten. Und da ist die große Angst, dass man im Kulturbereich dann bestimmte Sachen halt nicht mehr machen kann zugunsten der Dinge, die geregelt sind. Und das ist ein großer Bereich der Freiheit, den wir ja auch eigenständig gestalten wollen. Deswegen wäre es natürlich gut, wenn der Gesetzgeber nicht nur etwas verabschieden würde, sondern eben auch die Ressourcen dafür weiterreichen würde. Das wäre natürlich eine ganz tolle Maßnahme. Dann könnten wir das umfassend machen und zwar flächendeckend. Gleiche Lebensverhältnisse ist ein Verfassungsgrundsatz und den müsste man auch für Künstlerinnen und Künstler, was das Einkommen betrifft, sicherstellen. Das ist ja eine ganz elementare Geschichte. Und wir haben noch ein bisschen Carsten Broster paraphrasiert und haben vom sogenannten einfallslosen Versicherung. Das fände ich auch ganz schön, ne? Oder Absicherung der Ideenlosigkeit. Sehr, sehr schön. Da wären wir alle, glaube ich, irgendwann mal betroffen im Verlauf, ja. Ja, vielen Dank. Mit Blick auf die Zeit würde ich jetzt mal noch eine Frage aus dem Publikum zulassen. Da hinten hat sich noch jemand gemeldet und das wäre dann soweit dann der Abschluss. Oh je, das ist natürlich wirklich traurig, dass ich jetzt den Abschluss bilden muss. Da weiß ich nicht, weil ich habe auch eher, vielleicht auch eher so eine Anmerkung. Also ich bin irgendwie jetzt einfach nur, sage ich mal, interessierte Öffentlichkeit im weitesten Sinne. Irgendwie habe ich so das Gefühl, dass es eine Diskussion ist, die sich irgendwie erschöpft. Ich finde sie total vage in dem, was sie ist. Kunst, systemrelevant, ja, schon, aber wie eigentlich? Was heißt es eigentlich? Alle finden Kunst irgendwie wichtig, aber so recht weiß man auch nicht. Also ich finde es eigentlich wahnsinnig diffus, irgendwie über was man spricht. Und dazu kommt, ich frage mich, ob sich nicht diese ganze Kunstsache irgendwie auch insgesamt alles erschöpft auf eine gewisse Art und Weise. Also es geht nicht nur um eine, naja, ich würde nur mal einen Satz sprechen wollen. Also es geht ja nicht nur darum, dass irgendwie es wahnsinnig viele Institutionen gibt, sondern es gibt auch eine Ästhetisierung unserer Gesellschaft, die man schon seit den 70ern feststellt. Reckwitz spricht davon, Boltanski spricht davon. Das sind alte Entwicklungen sozusagen, ja. Und irgendwie hat man so das Gefühl, das kommt doch jetzt vielleicht auch zu einem Ende irgendwie. Und vielleicht kommt doch nicht mal was anderes. Jeder Typ hier draußen ist ein Künstler, die laufen rum mit Handys, die posten auf YouTube und so weiter. Das ist meine Mutter. Also es ist unglaublich. Man muss es wirklich so sagen. Ich weiß nicht. Ja, nee, aber ich will nur sagen, dieses Künstlerdasein ist heute weit gefasst. Ich weiß nicht, ob Christian Geselle ein Künstler ist, das weiß ich nicht genau. Da bin ich mir noch nicht so sicher, aber viele andere schon. Und deswegen frage ich mich, ob sich das so ein bisschen erschöpft. Also da bin ich irgendwie bisschen kritisch, was das angeht, glaube ich. Na, knobelig, aber kurz. Ich bin sehr dankbar für diesen Redebeitrag. Also er ist auch so lakonisch vorgetragen, wie es der Sache eigentlich auch angemessen ist. Sie haben auf Reckwitz, Boltanski und andere verwiesen. Das ist genau der Punkt. Also im Grunde genommen durch diese Hyperindividualisierung, die wir erleben, durch diese Entgrenzung auch von Kreativität. Ne, wir dürfen nicht mehr kreativ sein, wir müssen es ja eigentlich. Ne? Reckwitz spricht ja von diesem Kreativitätsdispositiv. Und das führt dazu, dass diese privilegierte Zone von Kulturpolitik ein Stück weit auch verschwindet und man also jetzt nicht mehr sagen kann, deswegen würde ich gegen Herrn Briller jetzt sprechen, also für die bildende Kunst jetzt stärkere Institutionenkorsette oder stärkere Stabilität.
Qualitätsmerkmale zu finden, ne, in der Gesellschaft, ist, glaube ich, gegenläufig zu dieser Entgrenzungsbewegung, zu dieser auch Beliebigkeit, die Sie beschrieben haben, die wir eigentlich erleben. Ich habe da jetzt auch keine Antwort, aber mich treibt dieser Befund auch um. Ich kann diese Systemrelevanz eigentlich nicht fordern, wenn es auf der anderen Seite in allen Bereichen Kreativität, ein Regime des Neuen, spricht ja gerade, so ein Mehr der Ästhetisierung, den ästhetischen Kapitalismus, Gernot Böhme hat den Begriff ja schon vor Reckwitz eigentlich benannt. Und das ist so eine kultursoziologische Beobachtung, die müssen wir auch ein bisschen mal beobachten. Also schon Arnold Gehlen, also so konservative Leute, haben ja dann schon seinerzeit davon gesprochen, dass etwas zur kulturellen Kristallisation kommt. Das ist alles möglich. So, das ist auch schon ein älterer Befund, haben Sie ja auch gesagt. Es wäre zu beobachten und es bringt so einen gewissen Mehltau über unsere Debatte, die dazu, so ein bisschen will ja Kunst immer auch ausbrechen, was Besonderes sein. Die Gesellschaft macht es ihr nicht leicht, das zu leisten. Also danke. Die Gegenrede, nein, ich würde nur ganz kurz darauf hinweisen, wie Bason Brock in der Süddeutschen Zeitung, der sich nun sehr kritisch über die aktuelle Documenta geäußert hat, aber einen sehr guten Hinweis gegeben hat, dass es einen Unterschied zwischen Kunst und Kultur gibt. Zumindest in dem, wie wir ihn hier verhandelt haben, den Kunstbegriff. Und ich glaube, da müsste man noch mal tiefer einsteigen, wenn man genau auf dieses gehen möchte, weil doch die allgemeine die Kulturtechniken, der Umgang mit den digitalen Techniken etwas anderes sind als eine Auseinandersetzung im Kunstbereich. Nur so viel von mir. Danke, und Frau Völker macht den Abschluss. Okay, dann vielleicht mit einer optimistischeren Note. Also zum einen ging es mir auch nochmal um die Differenzierung zwischen dem, was wirklich genuin Kunst wollen, Kunst schaffen und auch unter dem Kunstbegriff subsumiert werden wollen ist und was ästhetische Lebensalltagsgestaltung ist. Also ich denke, da gibt es durchaus nochmal Unterschiede. Und zum anderen teile ich schon auch die Beobachtung einer sich steigernden Beliebigkeit. Und zum Glück machen wir aber über lange Zeitläufe ja die Erfahrung, dass Druck immer auch Gegendruck erzeugt. Naturgesetz kommt zwangsläufig immer. Das heißt, dass auf Phasen von großer Beliebigkeit oder von großer Breite in der Regel auch Zuspitzungen wieder folgen und Konkretisierungen folgen und sich Dinge dann wieder fokussieren. Wie die sich dann fokussieren, ist im Augenblick nicht absehbar. Aber das auf große Beliebigkeit, Fokussierung und Folgen ist etwas, was zumindest als sehr wahrscheinlich gelten kann. Und insofern ist das dann vielleicht etwas, was Ihre Frage dann zu einem späteren Zeitpunkt zu beantworten vermag. Ja, vielen Dank. Das war doch ein sehr positives Schlusswort und ich denke, Ihre Anmerkung hat uns auch ganz gut übergeleitet, schon so ein bisschen als Einleitung zu unserem nächsten Diskussionspunkt, der dann nach der Pause stattfindet, wo es dann um die Bedeutung der Kunst für die Demokratie gehen soll. Also auch ein sehr großer Diskussionspunkt, wo es sicherlich viele verschiedene Ansichtsweisen gibt. Und jetzt würden wir erstmal in die Pause gehen. Es gibt Früchte und ich glaube auch was zu trinken. Und ich bedanke mich nochmal ganz herzlich bei den Diskutantinnen hier und auch beim Publikum. Und vielen Dank. Applaus